Haben Sie jemals in den Nachthimmel geschaut und ein Gefühl des Staunens verspürt? Haben Sie sich jemals gefragt, was sich wirklich in den Tiefen des Weltalls verbirgt? Unsere Galaxie, die Milchstraße, ist ein riesiges Reich kosmischer Geheimnisse und Wunder. Wie eine majestätische Spirale, die sich in der Leere dreht, ist sie die Heimat von hunderten Milliarden Sternen, von denen jeder seine eigenen Geheimnisse hütet. Von farbenfrohen Nebeln bis hin zu gefräßigen schwarzen Löchern, von rätselhaften Exoplaneten bis hin zu wandernden Kometen. Unsere Galaxie ist reich an faszinierenden Phänomenen, die die Vorstellungskraft herausfordern. Lieber Reisender, herzlich willkommen. Heute erkunden wir die entlegensten Winkel unserer Galaxie. Aber bevor Sie sich auf Ihr nächstes Abenteuer begeben, denken Sie daran, das Video zu liken und den Kanal zu abonnieren, damit Sie nichts verpassen. Vielen Dank und gute Reise! Eine Galaxie ist eine Struktur, die durch die Ansammlung von Sternen und ihren Planeten, interstellarem Gas und Staub entsteht und in deren Zentrum sich oft ein supermassives schwarzes Loch befindet. Eine 2016 veröffentlichte Studie schätzte, dass das beobachtete Universum 2000 Milliarden Galaxien enthält. Es gibt vier Haupttypen von Galaxien. Elliptisch. Diese haben ein elliptisches Erscheinungsbild, unabhängig vom Blickwinkel. Sie haben wenig interstellare Materie, enthalten daher nur wenige offene Sternhaufen und lassen nur wenige Sterne entstehen. Es gibt auch riesige elliptische Galaxien. Spiralgalaxien bestehen oft aus einer Scheibe aus Sternen und interstellarem Medium, die sich um eine zentrale Ausbuchtung dreht. Sie haben relativ helle Arme. Linsengalaxien bestehen oft aus einer hellen, zentralen Ausbuchtung und einer ausgedehnten, scheibenförmigen Struktur, die sie umgibt. Ihre galaktische Scheibe hat keine Spiralarme und nur sehr wenige neue Sterne. Unregelmäßig. Dies ist die letzte Kategorie von Galaxien, zu der auch andere wie Zwerggalaxien und kompakte blaue Zwerge gehören. Die Hubble-Sequenz gibt eine detaillierte Beschreibung der Galaxien, berücksichtigt aber nur ihr physisches Erscheinungsbild. Aber kommen wir zurück zu unserer eigenen Galaxie, der Milchstraße. Dank des europäischen Satelliten Gaia konnten wir die Bedingungen, unter denen unsere Galaxie entstanden ist, neu bewerten. Sie hat sich wahrscheinlich wie andere Galaxien kurz nach dem Urknall vor etwa 12 Milliarden Jahren gebildet. Einige Regionen begannen sich sogar schon vor 13 Milliarden Jahren zu bilden. Der älteste bekannte Stern in der Milchstraße ist HE 1523-0901, der 13,2 Milliarden Jahre alt ist. Am Anfang war unsere Galaxie ein kleines, bläuliches Gebilde, das von jungen, feurigen Sternen dominiert wurde. Gaswolken, hauptsächlich aus Wasserstoff, waren im Überfluss vorhanden. Eine Milliarde Jahre nach ihrer Entstehung begannen sich Schlüsselstrukturen herauszubilden. Kugelsternhaufen aus kleinen Massen, das supermassive schwarze Loch in ihrem Zentrum und die Ausbuchtung aus Sternen. Die Entstehung des Schwarzen Lochs reguliert das Wachstum von Galaxien, indem es die Zugabe von Materie begrenzt. Nach einigen Milliarden Jahren war die Masse der Milchstraße groß genug, um eine ausreichend hohe Tangentialgeschwindigkeit zu erreichen. Diese hohe Geschwindigkeit führte dazu, dass aus dem Materieball eine Scheibe mit Spiralarmen wurde. In dieser Scheibe bildeten sich Sterne. Einige Milliarden Jahre lang wurden jedes Jahr etwa 15 junge Sterne geboren, die sich die Gasreserven zunutze machten. Heute ist die Rate auf einen neuen Stern pro Jahr gesunken. Diese Scheibe ist ihrerseits von einem kugelförmigen Halo umgeben. Die Milchstraße entstand durch Gasansammlung, aber auch durch die Aufnahme anderer, kleinerer Galaxien. Wir wissen, dass sie vor 10 Milliarden Jahren die Galaxie Gaia Encelade absorbierte. Es scheint, dass sie seitdem nicht mehr mit einer größeren Galaxie verschmolzen ist, was für eine Spiralgalaxie recht ungewöhnlich ist.
Die Überreste von Gaia Enceladus, etwa 30.000 Sterne, bewegen sich immer noch in entgegengesetzter Richtung zu den anderen Sternen, einschließlich der Sonne durch die Milchstraße. Derzeit zieht unsere Galaxie Material aus zwei Satellitengalaxien an, der kleinen und der großen Magellanischen Wolke. Dabei handelt es sich um kleine, unregelmäßige Galaxien, die sich in einem Abstand von etwa 160.000 bis 200.000 Lichtjahren befinden. Der Durchmesser der größten Galaxie beträgt 14.000 Lichtjahre, obwohl es sich um eine Zwerggalaxie handelt. Sie sind nur 75.000 Lichtjahre voneinander entfernt und folgen einer exzentrischen Umlaufbahn, die sie in die Nähe unserer Galaxie gebracht hätte. Die Wolken sind durch die Magellanische Brücke verbunden, durch die Sterne von der kleinen Wolke zur großen Wolke gelangen. Forscher glauben, dass die große Wolke in 2 Milliarden Jahren mit unserer Galaxie kollidieren wird. Nach dieser ersten Kollision wird die Masse des zentralen Wulstes der Milchstraße um den Faktor 8 und die ihres Halos um den Faktor 5 zunehmen. Unsere Galaxie hat einen poetischen Namen, die Milchstraße. Die Galaxien M81, NGC 6872 und Z8 GND 5296 haben nicht so viel Glück. Vom Himmel aus betrachtet bildet unsere Galaxie einen langen weißen Streifen. Dieses milchige Aussehen hat ihr ihren Namen gegeben. In den meisten Kulturen sprechen wir von einem Weg, einem Pfad oder einem Fluss. In der griechischen Mythologie wird der Ursprung der Milchstraße Herakles, dem Sohn von Zeus und Alkmene, zugeschrieben. Als Herakles noch sehr jung war, legte Zeus ihn auf den Schoß von Hera, seiner rechtmäßigen Ehefrau, damit er ihre Milch trinken und unsterblich werden konnte. Als Hera bemerkte, dass sie nicht ihr eigenes Kind stillte, stieß sie ihn weg. Herakles hielt sich jedoch so lange fest, bis Hera ihn gewaltsam von sich stieß, wodurch sich eine milchige Spur über den Himmel ausbreitete und unsere Galaxie entstand. Aber wie sieht unsere Galaxie wirklich aus? Sie sieht aus wie eine flache Scheibe. Von oben betrachtet sehen wir eine Spirale mit einem leuchtenden Zentrum. Von der Seite aus betrachtet sehen wir eine weiße Linie, den Rand der Galaxie. Das ist es, was wir von der Erde aus sehen. Galileo richtete 1610 als erster sein Teleskop auf die Milchstraße. Er fragte sich, wie viele Sterne sie wohl enthalten mochte. Dann wurde ihm klar, dass sie eine enorme Anzahl von Sternen enthielt, die mit bloßem Auge nicht sichtbar waren. Aber wie sollte man sie zählen? Im 18. Jahrhundert kam der Astronom William Herschel auf die Idee, einen kleinen Teil der Galaxie zu untersuchen und die Sterne zu zählen. Anschließend schätzte er die Gesamtzahl der darin enthaltenen Sterne. 1906 wurde diese Arbeit von Jacobus Kapteyn wieder aufgegriffen, der mit Hilfe der Fotografie eine genauere Zahl ermittelte. Heute wird geschätzt, dass es in unserer Galaxie zwischen 100 und 400 Milliarden Sterne gibt. Die Sonne und ihre Planeten sind nur ein winziger Teil der Milchstraße, von der man annimmt, dass sie mindestens 100 Milliarden Planeten umfasst. Es gibt schätzungsweise 3000 planetarische Nebel. Und vergessen wir nicht, dass unter den Exoplaneten mehrere Milliarden die Größe der Erde haben würden. Im Laufe des 20. Jahrhunderts haben wir dank der Arbeit von Harlow Shapley verstanden, dass das Sonnensystem in der Galaxie exzentrisch ist. Wenn wir die Milchstraße betrachten, sehen wir, dass sie sich über 360 Grad um uns herum erstreckt, egal ob von der Nord- oder Südhalbkugel aus. Ihre Leuchtkraft ist überall mehr oder weniger gleich. Wenn wir uns in ihrem Zentrum befänden, würden wir mehr Sterne sehen. Wenn wir uns außerhalb befänden, würden wir sie nicht überall sehen, sondern nur auf einer Seite des Himmels. Wir wissen jetzt, dass die Sonne etwa 27.000 Lichtjahre vom Zentrum der Galaxie entfernt ist, auf halbem Weg zwischen dem Zentrum und dem Rand. Sie umkreist das Zentrum in 250 Millionen Jahren, was einem galaktischen Jahr entspricht. Seit ihrer Geburt hat sie also etwa 20 Umläufe gemacht. Derzeit befindet sie sich im Arm des Orion, aber diese Situation ändert sich regelmäßig, da sie sich in die Arme der Galaxie hinein und aus ihnen heraus bewegt.
Aber wie groß ist diese riesige Scheibe? Wir haben den Durchmesser des zentralen Teils, der das meiste Gas und die meisten Sterne enthält, auf 100.000 Lichtjahre gemessen. Ein Lichtjahr entspricht 9.461 Milliarden Kilometern. Die gesamte Milchstraße misst etwa 52.000 Lichtjahre. Ihre Dicke beträgt durchschnittlich 1.000 Lichtjahre, an manchen Stellen erreicht sie jedoch 3.000 Lichtjahre. Das ist immer noch etwas mehr als eine CD. Um die Struktur der Milchstraße zu verstehen, haben wir Spektren der vielen Nebel erstellt, die darin zu sehen sind. Wir haben festgestellt, dass sich einige Nebel von uns wegbewegen, während andere näher kommen. Diese Nebel sind wie Arme in der Galaxie verteilt, die sich selbst dreht. Die Milchstraße sieht also aus wie eine Spirale oder ein großer Strudel. Diese Spiralform klassifiziert sie natürlich als Spiralgalaxie. Ihre Struktur wurde 1951 dank der Radioastronomie entdeckt, einem Zweig der Astronomie, der die elektromagnetische Strahlung von Sternen untersucht. Die Milchstraße ist genau genommen eine Balkenspiralgalaxie, da ihre beiden Hauptarme nicht aus ihrem Zentrum, sondern aus einem Sternenband hervorgehen, das dieses Zentrum durchquert. Galaxien sind reich an Wasserstoff. Dieser sendet Strahlung mit einer Wellenlänge von 21 cm aus. Dank dieser Strahlung konnten die Spiralstruktur, die Masse, die Entfernung und die Geschwindigkeit der Galaxie von anderen Galaxien ermittelt werden. Mit einem Alter von etwa 12 Milliarden Jahren sollte die Milchstraße eigentlich vollkommen rund sein. Ihre Arme hätten sich im Laufe der Zeit um sie herumwickeln müssen, aber das ist nicht der Fall. Aber warum nicht? Weil sich Sterne und Nebel an bestimmten Stellen anhäufen und eine Art Stau bilden, bevor sie ihren Weg fortsetzen können. Diese Staus bilden die Arme. Wir werden sie später erforschen. Wenn Sie sich die Fotos der Milchstraße ansehen, werden Sie feststellen, dass ihr Zentrum sehr hell und orange ist, während die Arme eher bläulich sind. Das sagt uns, dass in den Armen Sterne entstehen, sie also jung und heiß sind und eine blaue Farbe haben. Die Sterne im Zentrum der Galaxie sind älter und kühler und meist rot. Durch die Beobachtung der Bewegung von Sternen über einen Zeitraum von 20 Jahren konnten Astronomen die Masse des Objekts in seinem Zentrum berechnen. Etwa 4 Millionen Sonnenmassen. Klingt viel? Aber das sind nur 0,2% der Gesamtmasse der Milchstraße. Ein so großes Objekt kann nur ein schwarzes Loch sein. Das Objekt im Zentrum unserer Galaxie ist Sagittarius A, das erstmals 2022 vom Event Horizon Telescope fotografiert wurde, einem Verbund von 8 Teleskopen, die über die ganze Welt verteilt sind und zusammenarbeiten. Zum Abschluss dieses Überblicks: Galaxien sind von einem Halo, einer sehr leuchtstarken Blase, umgeben. Bei einigen Galaxien ist sie gut sichtbar, bei der Milchstraße weniger. Diese Blase besteht aus Sternen und Gas. Hier sind die 150 Kugelsternhaufen der Milchstraße verteilt. Die Milchstraße gehört zur lokalen Gruppe, einem Galaxienhaufen mit einem Durchmesser von 10 Millionen Lichtjahren, der etwa 60 Galaxien umfasst und auch die Andromeda-Galaxie enthält. Die lokale Gruppe ist wiederum Teil des Virgo-Superclusters, der wiederum zu Laniakea gehört, einem Supercluster von Galaxien. Und noch eine Kuriosität: Die Galaxie bewegt sich mit 630 Kilometern pro Sekunde oder 2,3 Millionen Kilometern pro Stunde durch den Weltraum. Auf unserer Reise werden wir oft auf die Namen von Sternbildern stoßen. Das ist nur zu erwarten, da Sternbilder zur Lokalisierung von Himmelskörpern im Weltraum verwendet werden, obwohl die Astronomen von heute präzisere Instrumente verwenden. Ein Sternbild ist eine Gruppe von Sternen, die durch imaginäre Linien miteinander verbunden sind. Es waren Menschen, die beim Blick in den Himmel feststellten, dass wir durch die Verbindung bestimmter Sterne Formen erhalten können.
Es gibt 88 Sternbilder, die in zwei Gruppen unterteilt sind. 44 für jede Hemisphäre. Einige Sternbilder sind das ganze Jahr über sichtbar, während andere nur zu bestimmten Jahreszeiten sichtbar sind. Kommen wir nun zu unserem ersten Ziel, dem Sonnensystem und seiner unmittelbaren Umgebung. Wie Sie bereits wissen, besteht unser Sonnensystem aus der Sonne und 8 Planeten, die sie umkreisen. Diese Planeten selbst haben natürliche Satelliten, die um sie kreisen. Einige, wie Saturn und Uranus, haben Ringe aus Gas und Staub. Wenn wir uns vom Sonnensystem entfernen, passieren wir zwei interessante Zonen. Zunächst den Kuiper-Gürtel und viel weiter entfernt die Oortsche Wolke. Diese beiden Bereiche bezeichnen wir als Kometenreservoir. Sie werden es lieben, sie zu durchqueren, denn Kometen, die wie leuchtende Haare aussehen, die sich durch den Weltraum drehen, sind ein wunderbarer Anblick. Ein Komet ist ein etwa kugelförmiger Körper aus Eis und Staub mit einem Durchmesser von bis zu mehreren Dutzend Kilometern. Sein Name stammt vom griechischen Wort Koma für Schweif. Wenn er sich der Sonne nähert, sublimiert ein Teil seiner Materie und der Stern entwickelt einen staubigen Schweif, der mehrere Millionen Kilometer lang ist. Dieses Material ist von der Erde aus sichtbar, da es das Sonnenlicht reflektiert. Es gibt periodische und nicht-periodische Kometen. Kometen aus der Oortschen Wolke sind nicht periodisch, da sie nur einmal nahe an der Sonne vorbeiziehen. Periodische Kometen kommen mehrmals in die Nähe der Sonne, sodass wir ihre Passage vorhersagen können. Der Halley'sche Komet, von dem Sie gehört haben, ist einer davon, der alle 76 Jahre nahe an der Erde vorbeizieht. Zuerst durchqueren wir den Kuiper-Gürtel, der sich jenseits der Neptunbahn erstreckt, etwa 4,5 Milliarden Kilometer von der Sonne entfernt. Sein Name leitet sich von seiner ringförmigen Gestalt und der Arbeit des Forschers Gerard Kuiper ab. Der Zwergplanet Pluto ist Teil des Kuiper-Gürtels, zusammen mit seinem Doppelplaneten Charon und den meisten Zwergplaneten des Sonnensystems. Ich möchte Ihnen den Zwergplaneten Makemake vorstellen, den drittgrößten der Zwergplaneten. Seine Durchschnittstemperatur beträgt minus 238 Grad Celsius. Es ist ein eisiger Planet ohne Atmosphäre. Wie Sie sehen, werden wir nicht lange hier sein. Die meisten Objekte im Gürtel wurden erst kürzlich, nach 1992, entdeckt. Man geht davon aus, dass der Gürtel über 70.000 Körper mit einem Durchmesser von über 100 Kilometern enthält. Bei den meisten dieser Körper handelt es sich um gefrorene Asteroiden und Kometen. Wenn wir unsere Reise fortsetzen, liegt viel weiter draußen die Oortsche Wolke, die aus Milliarden von Kometen besteht. Sie umgibt das Sonnensystem, denn sie ist weder ein Ring noch eine Wolke, sondern eine Kugel. Sie wurde noch nie direkt beobachtet, sondern ist das Ergebnis von Berechnungen und Hypothesen. Aufgrund von Analysen der Kometenbahnen glauben Astronomen, dass die Kometen hier, im äußeren Teil der Wolke, entstanden sind. Dieser äußere Teil könnte mehrere Billionen Kometenkerne enthalten, die durch zig Millionen Kilometer voneinander getrennt sind. Die Objekte in der Wolke bestehen aus Eis wie Wasser, Ammoniak oder Methan. Wenn wir die Oortsche Wolke verlassen, sind wir 1 bis 2 Lichtjahre von der Sonne entfernt. Diese ganze kleine Welt, die uns bereits so groß erscheint, befindet sich in einem Arm der Milchstraße. Unser Sonnensystem befindet sich derzeit im Orionarm, einem der kleinen Spiralarme der Milchstraße. Der Orionarm ist nach seiner Nähe zum Sternbild Orion benannt. Seine Länge wird auf etwa 10.000 Lichtjahre und seine Breite auf 3.500 Lichtjahre geschätzt. In diesem Arm befindet sich das Sonnensystem nahe am inneren Rand in der Local Bubble, etwa 27.000 Lichtjahre vom galaktischen Zentrum entfernt.
Die lokale Blase ist eine Region mit einem Durchmesser von einigen hundert Lichtjahren, in der sich das Sonnensystem befindet. Man geht davon aus, dass es vor 5 Millionen Jahren in diese Region gelangt ist. Es wird angenommen, dass es das Ergebnis einer Reihe von Supernova-Explosionen vor einigen Millionen Jahren ist. Es hat die Form einer Sanduhr mit dem Sonnensystem in einem der beiden Arme. Aber die lokale Blase ist im Gegensatz zu einer Seifenblase nicht leer. Das wissen Sie, weil sie das gesamte Sonnensystem enthält. Das Sonnensystem befindet sich auch in einer anderen Hülle, die als lokale interstellare Wolke oder lokaler Plüsch bezeichnet wird. Dies ist eine sehr diffuse Wolke, aber ihre Molekültemperatur entspricht in etwa der Sonnenoberfläche, das heißt 6000 Grad Celsius. Sie hat einen Durchmesser von etwa 30 Lichtjahren. Das Sonnensystem bewegt sich derzeit durch sie hindurch und wird sie voraussichtlich in 10.000 bis 20.000 Jahren verlassen. Die Wolke entstand dort, wo die lokale Blase und eine weitere Blase, Loop 1, aufeinander trafen. Ihre Dichte ist sehr gering, obwohl sie doppelt so hoch ist wie die Gasdichte der lokalen Blase. Die potenziellen Einflüsse der lokalen Wolke auf die Erde werden durch den Sonnenwind und das Magnetfeld ausgeglichen. Wie wir bereits gesehen haben, umkreist das Sonnensystem die Galaxie in 250 Millionen Jahren. Gleichzeitig schwingt es jedoch mit einer Periode von 66 Millionen Jahren auf beiden Seiten der galaktischen Ebene. Es durchquert diese Ebene alle 33 Millionen Jahre. Das Sonnensystem ist nicht isoliert. Sein nächster Nachbar ist das Alpha Centauri-System. Dieses Sternensystem ist nur etwa 4 Lichtjahre von unserer Sonne entfernt. Komm, ich bring dich hin! Es handelt sich um ein System aus 3 Sternen und mindestens einem Exoplaneten. Alpha Centauri A und Alpha Centauri B sind 2 Sterne, die einen Doppelstern bilden, der der Sonne sehr ähnlich ist. Sie sind so nah beieinander, dass man ein sehr leistungsstarkes Teleskop benötigt, um sie zu unterscheiden. Sie drehen sich in etwa 80 Jahren um ein gemeinsames virtuelles Zentrum, das Bari-Zentrum. Der dritte Stern in diesem System ist Alpha Centauri C oder Proxima Centauri, der erst 1915 entdeckt wurde. Es handelt sich um einen roten Zwerg, einen der kleinsten und kältesten Sterne im Universum, der jedoch eine lange Lebenserwartung hat. Er ist der sonnennächste Stern, leuchtet aber 20.000 Mal schwächer als die Sonne. Daher ist er von der Erde aus mit bloßem Auge nicht sichtbar. Proxima Centauri b ist ein erdähnlicher Exoplanet, der Alpha Centauri b umkreist. Er befindet sich in der gemäßigten Zone des Sonnensystems. Er befindet sich in der gemäßigten Zone seines Sterns und ist daher potenziell bewohnbar. Um dies zu überprüfen, müssten wir jedoch 40.000 Milliarden Kilometer zurücklegen. Verweilen wir noch ein wenig in der lokalen Wolke. Zu den anderen Sternen in der Nähe gehören Sirius, Vega, Fomalhaut und Arcturus. Sirius ist der Hauptstern des Sternbilds Großer Hund. Von der Erde aus gesehen ist er nach der Sonne der hellste Stern und daher einer der am meisten von Astronomen untersuchten. Er gehört zu den weißen Sternen. Er ist 1,8 mal größer als die Sonne und hat eine 2,3 mal größere Masse. Er wird von Sirius B begleitet, einem kleinen, diskreten weißen Zwerg, der schwer zu beobachten ist. Vega ist der hellste Stern im Sternbild Leia. Von der Erde aus gesehen ist er der fünfthellste Stern. Er ist 25 Lichtjahre von der Sonne entfernt. Es handelt sich um einen Spektralstern, weiß mit einem Stich ins Blaue, dessen Kernwasserstoff durch Kernfusion in Helium umgewandelt wird. Er ist massereicher als die Sonne und zwischen 386 und 511 Millionen Jahre alt. Nachdem er die Hauptreihe verlassen hat, wird er zu einem roten Riesen und dann zu einem weißen Zwerg. Im 12. Jahrtausend vor Christus war er der Polarstern und wird es in 12.000 Jahren wieder sein. Es wird angenommen, dass mindestens ein Exoplanet in einer Umlaufbahn um ihn kreist.
Kommen wir nun zu Formel Hort. Dies ist der hellste Stern im Sternbild Fische und der 17. hellste Stern am Nachthimmel. Es handelt sich um einen weißen Stern, der etwa 25 Lichtjahre von der Sonne entfernt ist. Er ist doppelt so groß und massiv wie die Sonne und 17 Mal heller. Ich hoffe, Sie haben Ihre Sonnenbrille dabei. Formel Hort B ist ein Planet, der den Stern Formel Hort A umkreist. Er war der erste Exoplanet, der 2008 dank des Hubble-Weltraumteleskops durch optische Fotografie entdeckt wurde. Wahrscheinlich handelt es sich um einen Gasriesen. Schauen wir uns einen Moment lang Arctur an. Er ist der Hauptstern des Sternbilds Bouvier. Er ist der dritthellste Stern am Nachthimmel und Sie erkennen ihn an seinem leicht rötlichen Licht. Er ist ein roter Riese am Ende seines Lebens mit einer Masse, die der Sonne nahe kommt, aber einem Durchmesser, der 25 Mal größer ist. Blicken wir nun in das Zentrum der Milchstraße, das auch als Bulge bezeichnet wird. Wie ich Ihnen zu Beginn unserer Reise bereits gesagt habe, befindet sich im Zentrum jeder Galaxie ein supermassives schwarzes Loch. Die massereichsten schwarzen Löcher befinden sich im Zentrum elliptischer Galaxien. Da die Milchstraße eine Spiralgalaxie ist, ist ihr schwarzes Loch relativ leicht. 4 Millionen Sonnenmassen. Manche können Milliarden Sonnenmassen erreichen. Schwarze Löcher absorbieren alles, was in ihre Nähe kommt, wobei die Grenze, ab der es kein Zurück mehr gibt, als Ereignishorizont bezeichnet wird. Ein schwarzes Loch entsteht nach dem Tod eines sehr massereichen Sterns. Der Kern des Sterns kollabiert in sich selbst, wodurch die äußeren Schichten des Sterns in einer gigantischen Explosion, die als Supernova bezeichnet wird, ausgestoßen werden. Die gesamte verbleibende Materie wird in einem kleinen Punkt konzentriert, der als Singularität bezeichnet wird. Die Schwerkraft eines schwarzen Lochs ist so stark, dass sie sogar Licht einfängt. Ich werde Sie nicht in den Horizont mitnehmen, weil wir dann nicht mehr herauskommen oder unsere Reise fortsetzen können. Der Horizont für das schwarze Loch der Milchstraße ist ein Zehntel der Entfernung von der Erde zur Sonne. Die Rotationsperiode bei dieser Entfernung liegt in der Größenordnung von 6 Minuten. Die Temperatur des Horizonts ist sehr hoch. Gase, die in ein schwarzes Loch eindringen, können Millionen Grad erreichen. Andererseits ist es im Inneren des schwarzen Lochs sehr kalt. Die Temperatur von stellaren schwarzen Löchern nähert sich minus 273 Grad Celsius. Supermassive schwarze Löcher sind noch kälter. Je massereicher das schwarze Loch ist, desto kälter wird es. Das schwarze Loch in unserer Galaxie, das im Sternbild Schütze entdeckt wurde, trägt den Namen Sagittarius A. Mit einem Alter von 13 Milliarden Jahren gilt es als ruhendes schwarzes Loch, das alles verschlungen hat, was in seine Reichweite kam. Die stellaren Objekte, die es umkreisen, sind zu weit entfernt, jenseits des Horizonts, um absorbiert zu werden. Forscher haben jedoch herausgefunden, dass es vor 200 Jahren aus seiner Erstarrung erwachte und mehrere Monate lang Gas und Staub verschlang, die in seiner Nähe vorbeizogen. Damals war es mindestens 1 Million Mal heller als heute. Dieses Licht kommt nicht vom schwarzen Loch selbst, da nichts entweicht, nicht einmal Licht. Es wird von Materie erzeugt, die, wenn sie sich dem Horizont nähert, verwirbelt und erhitzt wird, bevor sie verschluckt wird. Dieses Brodeln erzeugt das Licht. Anhand der Intensität dieses Lichts können Forscher erkennen, dass ein schwarzes Loch aktiv ist und gerade Mittagspause macht. Einige Forscher glauben, dass Sagittarius A nicht das einzige schwarze Loch im Zentrum unserer Galaxie ist. Sie haben die Anwesenheit eines kompakten Sternhaufens in der Nähe des zentralen schwarzen Lochs entdeckt. Dieser Sternhaufen hätte eine Masse von mindestens 1000 Sonnenmassen, aber aufgrund seiner geringen Größe kann er nicht nur Sterne enthalten. Seine Masse würde daher ein mittelgroßes schwarzes Loch enthalten. Sie wissen, dass ein schwarzes Loch unsichtbar ist, aber dass man es an der Aufregung um es herum erkennen kann.
Schwarze Löcher werden oft von einer Akkretionsscheibe begleitet, den Sternen, dem Staub und den Jets, die um sie herumwirbeln. Das ist es, was wir auf den Bildern sehen und was uns erkennen lässt, dass sich an der beobachteten Stelle ein schwarzes Loch befindet. Astronomen haben zahlreiche Sterne um Sagittarius A herum entdeckt. Durch die genaue Untersuchung ihrer Umlaufbahnen konnten sie eine präzise Schätzung seiner Masse und Größe vornehmen. Seine Masse beträgt das 4,3-Millionenfache der Sonne, aber er ist auf einem kleinen Raum enthalten, der dem 31-fachen des Sonnendurchmessers entspricht. Rund 50 Sterne kreisen um den Mund von Sagittarius A, ohne verschluckt zu werden. Noch nicht. Astronomen haben 4 Teleskope kombiniert, um dies mit solcher Präzision zu beobachten. Das Ergebnis ist ein Interferometer namens Gravity, das 2016 in Betrieb genommen wurde. Aber unser schwarzes Loch ist ein kleiner Schelm. Die Spezialistin für schwarze Löcher, Daryl Haggard und ihr Team, haben Daten aus 15 Jahren ausgewertet und sind zu dem Schluss gekommen, dass Sagittarius A von einem Tag auf den anderen instabil und langfristig unberechenbar ist. Es gibt zufällige Ausbrüche von Röntgenstrahlen und Radiowellen ab, die seine Umgebung stören. Ob diese energetischen Ausbrüche von Verzerrungen des Magnetfelds oder von Körpern stammen, die vom schwarzen Loch auseinandergerissen werden, ist noch unklar. All diese Reaktionen haben es Forschern lange Zeit erschwert, unser schwarzes Loch auf Film zu bannen. Das erste Bild des schwarzen Lochs wurde 2022 dank des Event Horizon Telescope, einem Netzwerk von 11 Radioteleskopen auf der ganzen Welt, enthüllt. Es zeigt den Schatten des schwarzen Lochs, eine Silhouette, die durch die leuchtende Gaswolke definiert wird, die um das Loch herumschwebt. Die Analyse der verschiedenen gesammelten Bilder hat die Größe des Horizonts des schwarzen Lochs offenbart. Man geht davon aus, dass er einen Durchmesser von 60 Millionen Kilometern hat. Wissenschaftler glauben, dass supermassenreiche schwarze Löcher aus der Verschmelzung mehrerer schwarzen Löcher entstehen. Aber diese Hypothese muss noch verifiziert werden. Sie fragen sich, ob schwarze Löcher ewig sind? Wissenschaftler glauben, dass schwarze Löcher verschwinden werden, wenn sie verdampfen. Ihre Masse wird mit der Zeit abnehmen, ihre Temperatur wird steigen und damit auch die Verdampfungsrate. Aber das wird erst in Milliarden von Jahren geschehen. Lassen Sie uns nun vom Zentrum der Milchstraße zu Ihren sogenannten Armen übergehen. Unsere Galaxie besteht aus 4 großen Spiralarmen. Der erste ist der Perseus-Arm, der Hauptarm, der am weitesten von der Ausbuchtung entfernt ist. Wie Sie sich vielleicht denken können, liegt er in der Nähe des Sternbilds Perseus. Er liegt zwischen dem Cygnus und dem Sagittarius-Arm. Aber woher kommen diese Arme? In den 1960er Jahren stellten 2 Forscher am Massachusetts Institute of Technology eine ziemlich komplizierte Theorie auf, die als Dichtewellen bekannt ist. Spiralarme sind Verdickungen von Dichtewellen, in denen sich Sterne ansammeln. Das sind die Sternstaus, von denen ich Ihnen zu Beginn unserer Reise erzählt habe. Die Umlaufbahnen der Sterne in einer Galaxie sind nicht regelmäßig. Sie bilden Ellipsen, die sich nicht in sich selbst schließen. Diese Verschiebung der Ellipsen ist auf galaktische Dichtewellen zurückzuführen und erzeugt die Spiralformen der Arme. Wie Sie sehen können, sind diese Arme leuchtend und enthalten tausende von Sternen, von denen viele jung sind. Sie enthalten auch die interstellare Materie, in der Sterne entstehen. Darüber hinaus durchqueren alle Sterne in der galaktischen Scheibe manchmal die Arme und tragen zu ihrer Sichtbarkeit bei, indem sie ihre Leuchtkraft erhöhen. Dank der Gaia-Mission wissen wir mehr über Sterne und Spiralarme. Gaia ist eine astrometrische Mission, die sich der Messung der Position, Entfernung und Bewegung von Himmelsobjekten einschließlich Sternen widmet. Der Gaia-Satellit wurde im Dezember 2013 für eine Dauer von 5 Jahren gestartet, aber die Mission wurde nun bis 2025 verlängert. Die gesammelten Daten sollen unser Wissen über die Struktur, Entstehung und Entwicklung der Milchstraße verbessern.
Die Ergebnisse werden im Gaia-Katalog veröffentlicht, der regelmäßig aktualisiert wird. Aber schauen wir uns den Perseus-Arm genauer an. Er enthält natürlich Sterne, aber auch andere Objekte, die im Messier-Katalog aufgeführt sind. Der Krebsnebel verdankt seinen Namen beispielsweise seiner krabbenähnlichen Form. Ein Nebel ist per Definition ein Himmelsobjekt, das aus verdünntem Gas, Plasma und Sternenstaub besteht. Dieser Staub streut das Licht in alle Richtungen und verleiht den Nebeln ihre wunderschönen Farben. Es gibt verschiedene Arten von Nebeln und der Krebsnebel ist einer der Supernova-Überreste. Dabei handelt es sich um sehr große Nebel, die durch die Implosion eines sterbenden, supermassereichen Sterns oder die Explosion eines weißen Zwergsterns entstehen. Ihre Lebensdauer ist relativ kurz. Der Krebsnebel liegt 6300 Lichtjahre von der Erde entfernt und hat derzeit einen Durchmesser von etwa 11 Lichtjahren. Er wurde erstmals im Juli 1054 von chinesischen Astronomen gesichtet, als er explodierte. Er ist faszinierend anzusehen, mit seiner wunderschönen blauen Farbe und dem Pulsar, der sich 30 Mal pro Sekunde um sich selbst dreht. Er verändert sich regelmäßig und dehnt sich mit einer Geschwindigkeit von 1500 Kilometern pro Sekunde aus. Der Pulsar besteht aus den Überresten einer Supernova und strahlt so viel Energie aus wie 200.000 Sonnen. Ein Pulsar ist ein Neutronenstern, der sich sehr schnell um sich selbst dreht und starke elektromagnetische Strahlung aussendet. Ein Pulsar ist das Ergebnis der Explosion eines massereichen Sterns am Ende seines Lebens, sodass er als Leiche eines Sterns bezeichnet werden kann. Er sendet jedoch Radiowellen aus, die seine Entdeckung ermöglichen. Der Krebsnebel ist das erste Objekt im Messier-Katalog, das ich vorhin erwähnt habe. Er wird daher auch M1 genannt. Seine Filamente bestehen aus ionisiertem Helium und Wasserstoff sowie aus Kohlenstoff, Sauerstoff, Stickstoff, Eisen, Neon und Schwefel. Der Krebsnebel ist nicht nur schön anzusehen, sondern auch sehr nützlich für Forscher, da zahlreiche Objekte wie der Mond und die Planeten regelmäßig vor ihm vorbeiziehen. Wissenschaftler nutzen diese Durchgänge, um Messungen durchzuführen und ihr Wissen zu erweitern. Die Passage des Saturns am Nebel im Jahr 2003 ermöglichte es uns, die Dicke der Atmosphäre des Titan zu bestimmen. Der Perseus-Arm enthält auch offene Sternhaufen, die als M36, M37, M38, M52 und M103 bekannt sind. In der Astronomie ist ein offener Sternhaufen eine Sternengruppe von etwa 100 bis 10.000 Sternen gleichen Alters, die durch die Schwerkraft zusammengehalten werden. Offene Sternhaufen sind nicht sehr leuchtstark und kommen hauptsächlich in der Milchstraße und in benachbarten Galaxien vor. Sie haben eine relativ kurze Lebensdauer, da ihre Mitglieder schließlich entkommen. Dies dauert einige 100 Millionen Jahre. Nehmen wir zum Beispiel M36. Dies ist ein junger Sternhaufen, der erst 25 Millionen Jahre alt ist und aus etwa 60 Sternen besteht, von denen einige Spektren zeigen, dass sie sich sehr schnell drehen. Er befindet sich 4000 Lichtjahre von der Erde entfernt. Wenden wir uns nun seinem Nachbarn M37 zu, der sich in derselben Entfernung von der Erde befindet. Im Vergleich zu seinem Nachbarn M36 und M38 ist er der hellste. Er enthält auch die meisten Sterne, möglicherweise bis zu 500, darunter ein Dutzend rote Riesen, die dem Sternhaufen ein Alter verleihen. Man geht davon aus, dass er 347 Millionen Jahre alt ist. Nicht schlecht für etwas mit einer begrenzten Lebensdauer, oder? Sein anderer Nachbar, M38, soll 290 Millionen Jahre alt sein. Er weist zwei Besonderheiten auf. Er beherbergt einen gelben Riesen, der 900 Mal heller als die Sonne ist. Er liegt sehr nahe an einem anderen, kleineren und schwächeren Sternhaufen mit etwa 40 Sternen, der NGC 1907 genannt wird. Alle drei befinden sich im Sternbild des Großen Wagens.
Etwas weiter entfernt befindet sich der offene Sternhaufen M52 im Sternbild Cassiopeia. Wir wissen nicht genau, wie weit er vom Sonnensystem entfernt ist, aber wir wissen, dass er etwa 100 Sterne enthält und 35 Millionen Jahre alt ist. Im gleichen Sternbild können wir auch M103 beobachten, der etwa 40 Sterne enthält. Er ist etwa 8500 Lichtjahre vom Sonnensystem entfernt und nähert sich ihm mit einer Geschwindigkeit von 37 Kilometern pro Sekunde. Verlassen wir nun den Perseus-Arm und besuchen einen zweiten großen Arm der Milchstraße, den Sagittarius-Arm oder Sagittarius Carinae. Dies ist der zweite große Arm von außerhalb unserer Spirale und einer der beiden längsten. Er liegt zwischen dem Equicroix-Arm und dem Orion-Arm. Er ist in zwei Teile unterteilt. Der eine, der aus dem Zentralarm herausragt, wird Sagittarius-Arm genannt, während sein äußerster Teil Carina-Arm genannt wird. Es handelt sich um einen ziemlich dichten Arm, der mehrere Sternhaufen verschiedener Typen sowie Nebel enthält. Lassen Sie uns diese gemeinsam entdecken. Ich habe Ihnen bereits vom offenen Sternhaufen erzählt, aber es gibt auch Kugelsternhaufen. Sie finden beide im Sagittarius-Arm. Schauen wir uns den Kugelsternhaufen M55 genauer an. Ein Kugelsternhaufen ist sehr dicht und enthält in der Regel etwa 100.000 Sterne, die in einer Kugel mit einer Größe von 20 bis einigen 100 Lichtjahren verteilt sind. Seine Dichte ist daher viel höher als die eines offenen Sternhaufens. Die Sterne in diesen Haufen sind hauptsächlich rote Riesen, also sehr alt. Sie verteilen sich über den Halo unserer Galaxie und bringen Sterne mit starken Gravitationsbindungen zusammen. Bis heute wurden in unserer Galaxie 150 Kugelsternhaufen gezählt. M55 ist ein großer Kugelsternhaufen mit einem Durchmesser von etwa 110 Lichtjahren und etwa 100.000 Sternen. Da er doppelt so alt ist wie die Sonne, können wir mehr über die allerersten Sternpopulationen erfahren. Im Sagittarius-Arm finden Sie auch offene Sternhaufen wie M21, M24, M26 und M11, der auch als Wildentenhaufen bezeichnet wird. Letzterer ist mit über 3000 Sternen der reichste offene Sternhaufen im Messier-Katalog. Der Sagittarius-Arm beherbergt auch einige interessante Nebel, also werfen wir einen Blick darauf. Beginnen wir mit dem Adlernebel, in dem sich der offene Sternhaufen M16 und die berühmten Säulen der Schöpfung befinden. Es handelt sich um einen Emissionsnebel, das heißt, er besteht aus wolkenionisierten Gases, die das Licht eines nahen, heißen Sterns absorbieren und in verschiedenen Farben zurückwerfen. Diese Sternenkindergärten befinden sich 7000 Lichtjahre entfernt. Einer der Orte, an denen neue Sterne entstehen, wird Säulen der Schöpfung genannt. Dabei handelt es sich um säulenförmige Wolken aus Staub und Gas, die denen in Höhlen ähneln. Auf unserem weiteren Weg kommen wir auch am Triphitnebel, auch Klee- oder Lagunennebel genannt, vorbei. Beide befinden sich in der Nähe und lassen sich an einem Sommerhimmel leicht mit einem Fernglas beobachten. Der erste, der Klee- oder Lagunennebel, ist der kleinste, aber von seltener Schönheit. Er besteht aus drei Zonen: einer Emissionszone, einer Reflexionszone und sogar einer Absorptionszone. In seinem Zentrum befindet sich ein Emissionsnebel, das heißt Wolken aus ionisiertem Gas. Diese Wolken, die zu 90% aus Wasserstoff bestehen, kondensieren an vielen Stellen und lassen neue Sterne entstehen. All diese Aktivitäten erzeugen in Kombination mit dem Wasserstoff rotes Licht. Die Wasserstoffatome in der Wolke sind nicht ionisiert, sodass das Licht durch Reflexion gestreut wird. Das Ergebnis ist eine schöne blaue Farbe. Um dieses Werk noch detaillierter zu gestalten, gibt es Bänder aus kompaktem Staub und Gas, die im Herzen des Nebels eine Kleeblattform bilden.
Diese werden als Absorptionsnebel oder Dunkelnebel bezeichnet. Die Größe des Nebels wird auf 40 Lichtjahre geschätzt, aber er befindet sich bekanntermaßen in der Nähe der Ausbuchtung der Milchstraße. Sein Nachbar, der Lagunennebel, liegt in einem sehr dicht besiedelten Teil unserer Galaxie. Dieser Nebel ist sehr groß und hat einen Durchmesser von etwa 110 Lichtjahren. Er ist 5200 Lichtjahre von der Erde entfernt. Der hellste Bereich dieses Nebels enthält ein besonderes Objekt, das als Sanduhrnebel bezeichnet wird. Ein Nebel in einem Nebel? Ja, das ist möglich. Der Hourglass-Nebel ist ein planetarischer Nebel, der durch die Freisetzung der äußeren Schichten eines sonnenähnlichen Sterns am Ende seines Lebens entsteht. Der daraus resultierende weiße Zwerg ist in der Mitte zu sehen. Ich möchte Ihnen noch einen letzten Nebel im Sagittarius-Arm vorstellen. Sie sind so schön, dass man sich an ihnen nicht satt sehen kann. Werfen wir einen Blick auf den Omega-Nebel, auch bekannt als Schwanennebel, Hufeisennebel oder Hummernebel. Jeder sieht etwas anderes. Es handelt sich um einen Emissionsnebel in etwa 5500 Lichtjahren Entfernung mit einem Durchmesser von 15 Lichtjahren. In seinem Herzen befindet sich ein offener Sternhaufen aus etwa 30 relativ jungen Sternen, die das umgebende Gas zum Leuchten bringen. Wir können nun den Sagittarius-Arm verlassen und uns dem dritten Hauptarm unserer Galaxie zuwenden, dem EQ-Croix-Arm, auch bekannt als Centaur-Arm. Wir treffen ihn vor dem Ruler-Arm. Es handelt sich um einen sehr langen Arm, der aus zwei Abschnitten besteht. Der Abschnitt, der der Ausbuchtung am nächsten liegt, wird EQ-Arm genannt und geht in den Cross-Arm über, wenn wir uns vom Zentrum entfernen. Die Region, in der der Centaur-Arm die zentrale Ausbuchtung kreuzt, ist reich an neugeborenen Sternen. Im Jahr 2006 entdeckten Forscher einen großen Sternhaufen mit 14 roten Überriesen. Im darauf folgenden Jahr entdeckten sie einen weiteren Sternhaufen, nur wenige Lichtjahre entfernt. Er enthält etwa 50.000 neu entstandene Sterne, darunter 26 Überriesen. Kommen wir nun zum Rulerarm, auch bekannt als Schwanarm, der etwas schwächer ist als die vorherigen drei. Wie der Sagittarius-Carina-Arm hat auch dieser Arm seinen Ursprung am Ende des zentralen Balkens. Eine Verlängerung dieses Arms wurde 2004 entdeckt, wodurch er viel länger ist als bisher angenommen. Die Milchstraße enthält auch kleinere Arme, die zwischen den vier gerade erwähnten Hauptarmen liegen. Der bekannteste ist der Orion-Arm, in dem sich das Sonnensystem befindet, wie wir bereits gesehen haben. Aber der Orion-Arm, der sogar kleiner ist als die anderen Arme, enthält viele Objekte. Es gibt zahlreiche Sternhaufen und Nebel sowie einen Doppelstern namens Winnecke 4, der sich im Sternbild Großer Wagen befindet. Zu den Nebeln gehören der Eulennebel, ein runder planetarischer Nebel im Sternbild Großer Wagen. Der Leiernebel, im gleichnamigen Sternbild, der einer runden Zigarre ähnelt. Der Hantelnebel, im Sternbild Kleiner Fuchs. Dies war der erste planetarische Nebel, der entdeckt wurde. Diese drei Nebel sind planetarische Nebel, so genannt, weil sie früher mit Planeten verwechselt wurden. Es handelt sich um große Gaswolken, die von sterbenden Riesensternen erzeugt werden, die beginnen, ihre obere Schicht abzustoßen. Sie lösen sich in 50.000 Jahren oder weniger auf. Es gibt auch den Orion-Nebel, natürlich im Sternbild Orion. Er sieht aus wie ein Vogel, der seine Flügel ausbreitet, eine Freude für Beobachter. Der Plejadenhaufen befindet sich im Arm des Orion. Noch einen Sternhaufen, sagen Sie? Ja, aber dieser ist etwas Besonderes. Er ist von beiden Erdhalbkugeln aus im Sternbild Stier zu sehen, aber vor allem ist er seit prähistorischen Zeiten bekannt und wird genutzt. Neolithische Priester und Schamanen maßen diesem Sternenhaufen bereits eine extreme Bedeutung bei, da sein Erscheinen auf der Nordhalbkugel mit dem Beginn der Erntezeit zusammenfiel. In Polynesien erscheinen die Plejaden um den 20. November herum
und läuten die Zeit des Überflusses ein. Diese Sternengruppe spielte eine wichtige Rolle bei der Erstellung antiker Kalender von Indien bis zu den alten Griechen. Bis heute umfasst dieser Sternenhaufen etwa 3000 Sterne, von denen ein Dutzend mit bloßem Auge sichtbar sind. Seine Dichte ist im Vergleich zu anderen offenen Sternenhaufen relativ gering und erstreckt sich über eine Fläche, die viermal so groß ist wie der Durchmesser des Mondes. Im Arm des Orion befinden sich 17 Sternenhaufen. Kommen wir nun von diesem hellen Teil der Milchstraße zu den dunkleren Regionen. Seit Beginn unserer Reise sind wir vom Sternenlicht und den prächtigen Farben der Nebel geblendet. Aber die Milchstraße hat auch ihre dunkleren Bereiche. Ich möchte Ihnen die großen Graben oder dunklen Graben vorstellen. Es handelt sich um einen riesigen, dunklen Nebel, der entlang des Orionarms verläuft. Der große Graben bildet ein dunkles Band, das sich über 1000 Lichtjahre erstreckt. Er beginnt im Sternbild Schwan, wo er auch als Schwanengrab bekannt ist, und endet im Sternbild Schütze. Er verläuft auch durch das Sternbild Adler und kann bis zum Sternbild Schlangenträger verfolgt werden, wo er sich verbreitert. Dieser Nebel ist eine Mischung aus Staub und Molekülen, die größtenteils aus Dihydrogen bestehen. Letzteres ist die Ursache für seine Dunkelheit und Undurchsichtigkeit. Er liegt etwa 2200 Lichtjahre entfernt und enthält 1 Million Sonnenmassen an Gas. Wenn Sie ihn von der Erde aus beobachten möchten, können Sie dies vom Mittsommer bis Oktober tun. Sie können dunkle Bereiche zwischen den Armen unserer Galaxie sehen. Dies sind keine Orte ohne Sterne, sondern Bereiche, in denen Sterne verdeckt sind. Sie werden von gigantischen Staubwolken verdeckt, die den Himmel verschleiern, indem sie das Licht absorbieren, das durch sie hindurchdringt. Dieser Staub besteht hauptsächlich aus Rückständen, der Asche, die von Supernova-Explosionen verstreut wird. Es handelt sich um feste Körner, die im Wesentlichen aus Kohlenstoff, Silizium und Sauerstoff bestehen, kombiniert mit Wasserstoff in Form von Wassereis. Der Rest des Staubes besteht aus Körnern ähnlicher Zusammensetzung, die jedoch von den Sternenwinden der roten Riesen weggeblasen werden. Zu Beginn unserer Reise habe ich kurz über Exoplaneten gesprochen. Lassen Sie uns noch einmal kurz darauf zurückkommen. Ein Exoplanet ist ein Planet außerhalb des Sonnensystems, der einen Stern oder braunen Zwerg umkreist. Sie wissen es vielleicht nicht, aber ein brauner Zwerg ist weder ein Riesenplanet noch ein kleiner Stern. Es handelt sich um einen Himmelskörper, der irgendwo dazwischen liegt. Im Gegensatz zu Sternen, die oft auf spektakuläre Weise verglühen, kühlen braune Zwerge ab, wenn ihnen der Brennstoff ausgeht. Die Zahl der identifizierten Exoplaneten, die erstmals 2004 direkt nachgewiesen wurden, nimmt weiter zu. Die Beobachtungsmethoden haben sich weiterentwickelt und heute verwenden wir eine Transitmethode. Dabei wird ein Stern kontinuierlich beobachtet und die Abnahme der Helligkeit gemessen, die durch den Planeten verursacht wird, der vor ihm vorbeizieht. Dank Weltraumteleskopen wie Kepler konnten Astrophysiker schätzen, dass es in der Milchstraße zwischen 5 und 10 Milliarden erdähnliche Exoplaneten gibt. Erdähnlich bedeutet nicht, dass Menschen dort leben wie bei uns, sondern dass der Planet eine ähnliche Größe wie unsere Erde hat und seinen Stern alle 237 bis 500 Tage umkreist. Sie würden sich in der bewohnbaren Zone befinden, in der flüssiges Wasser existieren könnte. All dies muss natürlich noch überprüft werden. Heute ist es die Gaia-Mission, die ihre Forschung auf der Grundlage der von der Kepler-Mission bereitgestellten Daten fortsetzt. Analysen haben auch ergeben, dass Planeten in Mehrfachsternensystemen entstehen können, sodass man mehrere Sonnenuntergänge gleichzeitig sehen könnte. Exoplaneten sind sehr vielfältig. Wie die Planeten in unserem Sonnensystem werden sie in zwei Gruppen eingeteilt: gasförmige und tellurische. Gasförmige Exoplaneten sind leichter zu erkennen, da sie voluminöser sind. Ihre Masse variiert zwischen dem 10- und 50-fachen der Erdmasse. Sie können Jupiter oder Neptun ähnlich sein.
Jupiter-ähnliche Planeten bestehen hauptsächlich aus Wasserstoff und Helium, manchmal fast ausschließlich aus Helium. Sie werden als heiße oder kalte Jupiter bezeichnet. Neptun-ähnliche Planeten sind Eisriesen, die aus Wasser, Methan und Ammoniak bestehen. Es gibt auch heiße und kalte Neptun-ähnliche Planeten. Letztere sind viel weiter von ihrem Stern entfernt. Tellurische Exoplaneten sind schwieriger zu erkennen, da sie kleiner sind. Von den Tausenden von Exoplaneten, die bisher erfasst wurden, sind nur etwa 500 tellurische Planeten. Wenn ihre Masse zwischen dem 1- und 10-fachen der Erdmasse liegt, werden sie als Supererden bezeichnet. Ich möchte Ihnen einige davon vorstellen. Beginnen wir mit 51 Pegasus b, dem ersten Exoplaneten, der 1995 von Michel Mayor und Didier Queloz entdeckt wurde. Es handelt sich um einen heißen Jupiter, der 50 Lichtjahre von der Erde entfernt ist und seinen gelben Zwergstern in etwas mehr als 4 Tagen umkreist. Er hat die 150-fache Masse der Erde und eine Temperatur von 1000 Grad Celsius. Osiris oder HD 2094-58b ist ebenfalls ein heißer Jupiter, der 51 Pegasus b recht ähnlich ist. Er war der erste Planet, dessen Licht 2005 durch direkte Erfassung gemessen wurde. Wenden wir uns nun TRES 4b zu, der 2007 mithilfe der Transitmethode entdeckt wurde. Er ist auch der Planet mit der geringsten bekannten Dichte, 0,23 Gramm pro Kubikzentimeter. Er liegt im Sternbild Herkules, etwa 1400 Lichtjahre vom Sonnensystem entfernt. Sein Stern, der 3 bis 4 Mal heller ist als die Sonne, hat seinen gesamten Wasserstoffvorrat aufgebraucht und beginnt sich in einen roten Riesen zu verwandeln. Der erste bestätigte Gesteinsexoplanet war 2009 COROT 7b. Er umkreist seinen Stern, einen orangefarbenen Zwerg, der kleiner als die Sonne ist, in 20 Stunden. Seine Oberflächentemperatur übersteigt stellenweise 2000 Grad Celsius. Seine Dichte ähnelt der Erde, was darauf hindeutet, dass es sich tatsächlich um einen Gesteinsplaneten, eine Supererde, handelt. Er hat einen Schwesterplaneten, COROT 7c, dessen Masse etwa 8-mal so groß ist wie die der Erde. Wie Sie sehen, unterscheidet sich jedes Objekt in der Galaxie von seinem Nachbarn und verdient einen Umweg, aber das wäre eine endlose Reise. Bevor wir unsere Reise fortsetzen, möchte ich Ihnen noch von einem weiteren Exoplaneten erzählen. Dies ist WASP 193b, den Wissenschaftler mit Zuckerwatte vergleichen. Er faszinierte sie, weil er in kein herkömmliches Modell passt. Seine Dichte ist so gering wie die von Zuckerwatte. Er ist ein Gasriese, 1,5 mal größer als Jupiter, aber mit einem Federgewicht, das nur ein Zehntel der Masse unseres Riesen beträgt. Er ist der zweitleichteste Planet im aktuellen Katalog, direkt hinter Kepler 51d. Er gehört zur Klasse der aufgeblähten Jupiter. Was für ein komischer Name! WASP 193b ist 1200 Lichtjahre von der Erde entfernt und umkreist seinen Stern in nur 10,1 Millionen Kilometern Entfernung. Für eine Umkreisung benötigt er 6,2 Erdentage. Forscher vermuten, dass er hauptsächlich aus den sehr leichten Gasen Helium und Wasserstoff besteht. Sein aufgeblasenes Aussehen wird auf die Strahlung zurückgeführt, die von seinem nahen Stern ausgeht. Bisher widersetzt er sich allen bekannten Theorien zur Planetenbildung. Interessant, nicht wahr? Wir sind weit in die Milchstraße vorgedrungen, aber Sie möchten sicherlich näher an Ihre Ränder und Grenzen heran. Schauen wir uns das an. Ich habe Ihnen bereits gesagt, dass die Milchstraße zu einem viel größeren Ganzen gehört, das Laniakea genannt wird. Dieser Überbau besteht aus Filamenten, die von riesigen Zonen leeren Raums begrenzt werden. Unsere Galaxie liegt in einem dieser Filamente, so dass sie auf der einen Seite von leerem Raum und auf der anderen Seite von zahlreichen anderen Galaxien begrenzt wird. Die Filamente sind durch sich überschneidende Zonen miteinander verbunden
in denen sich Galaxien-Superhaufen befinden. Diese Galaxienfilamente bewegen sich mit einer Geschwindigkeit von 400 bis 600 km pro Sekunde auf eine Region des Weltraums zu, die als großer Attraktor bekannt ist. Durch diese gleichgerichtete Wanderung erzeugen Galaxien dichtere Zonen und hinterlassen leere Zonen. Im Jahr 2019 kartierte ein Forscherteam eine riesige leere Zone, die an die Milchstraße grenzt und als lokale Leere bekannt ist. Ihre Existenz ist seit 1987 bekannt, aber sie war schwer zu untersuchen, da sie sich hinter der galaktischen Verdunkelungszone befindet, das heißt hinter dem Staubhaufen in den zentralen Regionen der Milchstraße. Daher analysierten Wissenschaftler im Rahmen des Cosmic Flow-Programms die Bewegung von 18.000 Galaxien um unsere eigene. Die Ergebnisse zeigen, dass dieser leere Raum sich weiter leert. Materie wird kontinuierlich aus dieser Region evakuiert, die sich ausdehnt und immer leerer wird. Die Leere soll etwa 200 Millionen Lichtjahre messen, 2000 Mal größer als die Milchstraße. Das Cosmic Flow-Programm untersucht nicht nur die Struktur unserer lokalen Leere, sondern auch ihre Beziehung zu den riesigen Leeren, die sie umgeben. Die Herkules-Leere, die Bildhauer-Leere und die Eridan-Leere, die viel bekannter sind, weil sie außerhalb der galaktischen Verdunkelungszone liegen. Aber sie stehen nicht auf der Tagesordnung unserer Expedition. Kommen wir zurück zu unserer lokalen Leere. Wie Sie sich denken können, ist dieser Ort natürlich nicht so leer wie eine leere Schachtel. Es handelt sich einfach um eine weniger dichte Zone des Universums. Aber seine Untersuchung ist von großem Interesse. Der Großteil der Materie, aus der wir bestehen, muss aus dieser Leere stammen, die daher eine Rolle in unserer galaktischen Archäologie spielt. Schwache Filamente von Galaxien verlaufen direkt durch die lokale Leere. Wenn wir die 3D-Struktur der lokalen Leere verstehen, können wir die Frage nach unserer Geschwindigkeit im Universum neu untersuchen. Der abstoßende Schub der lokalen Leere kombiniert mit der Anziehungskraft der hohen Dichte der Galaxien auf ihrer gegenüberliegenden Seite erklärt teilweise die geheimnisvoll hohe Geschwindigkeit unserer Galaxie. Laut den Forschern liegen die Milchstraße und die Andromeda-Galaxie derzeit im grünen Tal des Farbhelligkeitsdiagramms der Galaxien. Dieses Diagramm zeigt die Beziehung zwischen der absoluten Helligkeit, der Leuchtkraft und der Masse von Galaxien. Das Diagramm umfasst drei Zonen. Die blaue Wolke, die hauptsächlich Spiralgalaxien enthält, die rote Sequenz, die hauptsächlich elliptische Galaxien enthält, das grüne Tal, das zwischen den beiden liegt und eine Reihe roter Spiralgalaxien enthält. Das grüne Tal wird von Galaxien bevölkert, die sich auf der Durchreise zwischen der blauen Wolke, in der regelmäßig Sterne entstehen, und der roten Sequenz befinden, in der Galaxien keine Sterne mehr bilden. In dieser Region ist das für die Sternentstehung benötigte Gas immer weniger vorhanden. Die Milchstraße ist immer noch sehr aktiv bei der Sternentstehung, aber numerische Simulationen deuten darauf hin, dass die Sternentstehung in unserer Galaxie innerhalb von 5 Milliarden Jahren zum Erliegen kommen wird. Die Galaxie bewegt sich derzeit auf den großen Attraktor zu. Sie bewegt sich auf ihn zu, aber auch auf andere Galaxienhaufen, darunter den Shapley Supercluster. Dies ist ein Supercluster von Galaxien, der sich im Sternbild Centauri befindet, 650 Millionen Lichtjahre von der Milchstraße entfernt. Gleichzeitig nähert sich die 2,5 Millionen Lichtjahre entfernte Andromeda-Galaxie der Milchstraße mit einer Geschwindigkeit von 100 bis 300 Kilometern pro Sekunde. Es wird erwartet, dass die beiden Galaxien innerhalb von 4 Milliarden Jahren kollidieren, es sei denn, andere Himmelsobjekte ändern ihren Kurs. Die beiden Galaxien werden frontal aufeinanderprallen und sich dann gegenseitig durchdringen, wobei sie Spuren von Sternen und Gas hinterlassen. Über Millionen von Jahren werden sich die beiden Galaxien immer wieder näher kommen und dann wieder voneinander entfernen, wobei sie ihre Sterne vermischen und ihre Konstellationen neu ordnen. Schließlich, nach einer Milliarde Jahren werden sie zu einer elliptischen Galaxie
oder einer riesigen Scheibengalaxie verschmelzen. Zu diesem Zeitpunkt hat die Sonne bereits begonnen, sich in einen roten Riesen zu verwandeln und die Erde ist nicht mehr bewohnbar. Sie und die Sterne werden auf neue Umlaufbahnen geschleudert, auf die Stoßstange der neuen Galaxie. Was vom Sonnensystem übrig bleibt, wird eine neue kosmische Heimat haben. Eine riesige, ovale Galaxie. Diese neue Galaxie hat bereits einen Namen. Milkomeda. Diesen Namen hat ihr der Astrophysiker A.V. Loeb gegeben, der die Kollision der beiden Galaxien simuliert hat. Wissenschaftler sagen ein schillerndes Schauspiel voller kosmischer Lichter voraus. Wie können wir uns dieser Kollision so sicher sein? Zahlreiche Forscher haben Berechnungen auf der Grundlage von Galaxiengeschwindigkeiten und Bahnen angestellt. Das Hubble-Teleskopteam führt seit 6 Jahren äußerst präzise Beobachtungen der seitlichen Verschiebung von Andromeda durch. Sie lassen keinen Zweifel an dieser zukünftigen Kollision. Hier endet unsere fantastische Reise. Die Milchstraße ist ein großartiges, gigantisches System, das sich mit schwindelerregender Geschwindigkeit durch den Weltraum bewegt. Wenn Sie in den Himmel schauen, gehören alle Sterne, die Sie sehen, zu dieser Galaxie. Die Milchstraße, 13,6 Milliarden Jahre alt, enthält 300 bis 400 Milliarden Sterne, mehr als 160 Sternhaufen, etwa 3000 planetarische Nebel und über 100 Milliarden Planeten. Jedes Jahr erscheinen durchschnittlich 2 neue planetarische Nebel in unserer Galaxie. Das ist enorm und noch beeindruckender, wenn man bedenkt, dass unsere Galaxie eine von 2000 Milliarden Galaxien im beobachteten Universum ist. Unsere Galaxie ist fast so alt wie das Universum und hat daher viel zu erzählen. Astronomen begannen schon sehr früh, Wissen über sie zu sammeln, da sie mit bloßem Auge sichtbar ist und seit prähistorischen Zeiten entdeckt wurde. Einiges dieses Wissens wurde bestätigt, aber es gibt immer noch Rätsel und Ungewissheiten. Wie immer in der Astronomie wirft jede Entdeckung neue Fragen auf. Die Weiterentwicklung der Beobachtungsinstrumente ermöglicht es uns, Himmelsobjekte aus immer größerer Entfernung zu erkennen. Das ist nicht viel mehr als bei der lokalen Gruppe, die einen Durchmesser von 10 Millionen Lichtjahren hat. Und doch enthält der Virgo-Haufen 50 mal so viele Galaxien. Viele der Galaxien im Virgo-Haufen können von der Erde aus durch ein kleines Teleskop gesehen werden. M87 zum Beispiel, die bekannteste Galaxie im Virgo-Haufen, kann mit einem kleinen Teleskop am Frühlingshimmel gefunden werden. Natürlich kannst du keine Details wie das supermassereiche Schwarze Loch erkennen, aber du kannst einen kleinen, wattigen Fleck sehen, der zu dieser Galaxie gehört. Sie befindet sich im Sternbild Jungfrau, oberhalb des südlichen Horizonts. Um sie zu sehen, musst du natürlich weit weg von der Stadt sein, weit weg von jeglichem künstlichen Licht. Mithilfe der Orientierungstabelle des Großen Wagens musst du dann den Stern Spica sowie die Sterne Porima, Zania und Vindemiatrix ausfindig machen. M87 ist eine der 3 Hauptgalaxien im Virgo-Haufen. Tatsächlich ist dieser Galaxienhaufen in 3 Hauptunterhaufen gegliedert. Diese Unterhaufen sind um die Galaxien M87, M86 und M49 zentriert. Der Haupt- oder größte Unterhaufen ist derjenige, der sich um die elliptische Riesengalaxie M87 dreht. Seine Masse beträgt etwa 10 hoch 14 Sonnenmassen. Der Virgo-Haufen ist eine Mischung aus Spiral- und elliptischen Galaxien. Nach aktuellen Beobachtungen sind die Spiralgalaxien in einem lang gestreckten Faden verteilt, der sich von der Milchstraße aus erstreckt und 4-mal so lang wie breit ist. Dies sind jedoch nicht die einzigen Galaxien in diesem Haufen, was bei 2000 Galaxien auch nicht weiter verwunderlich ist. Wenn wir an unserem Ziel angekommen sind, werden wir uns die wichtigsten Galaxien des Virgo-Haufens genauer ansehen. Natürlich werden wir nicht alle Galaxien dieser Gruppe beobachten können, aber wir werden uns die bemerkenswertesten von ihnen ansehen.
Im Moment sind wir etwas mehr als 45 Millionen Lichtjahre von der Erde entfernt. Wir nähern uns dem Sternbild Virgo. Nehmen wir uns einen Moment Zeit, um diese Konstellation zu beobachten. Das Sternbild Jungfrau ist das umfangreichste Sternbild des Tierkreises. Es ist auch das zweitgrößte Sternbild am Himmel nach der Hydra. Du kannst es sogar von der Erde aus beobachten, auch wenn es ziemlich schwer zu finden ist, da seine Form nicht sehr einprägsam ist, anders als zum Beispiel das Sternbild des großen Bären. Das Sternbild Jungfrau liegt zwischen dem Sternbild Löwe im Westen und dem Sternbild Waage im Osten. Der unfehlbarste Weg, es zu finden, ist die Suche nach dem Stern Spica. Dies ist der hellste Stern im Sternbild Jungfrau und der 15. hellste am Himmel. Mit einem kleinen Teleskop ist er leicht zu erkennen. Wenn du dich auf der Nordhalbkugel befindest, beginnst du mit dem großen Wagen. Such den Henkel des Topfes und dann den großen Kreisbogen, der das Ende des Henkels mit Arcturus im Sternbild de Bouvier verbindet. In der Verlängerung dieses Bogens siehst du den Stern Spica, der Stern Leo Beta im Sternbild Löwe, Arcturus im Sternbild Bouvier und Spica bilden ein Dreieck, in dessen Zentrum das Winde Miatrix oder die Jungfrauenhand liegt. Wenn du das Sternbild Jungfrau am Nachthimmel gefunden hast, kannst du leicht den Virgo-Haufen finden, der sich rechts oben im Sternbild Jungfrau, rechts unten im Haar der Berenike und links vom Sternbild Schwan befindet. Lass uns unsere Reise durch das Sternbild Jungfrau fortsetzen. Wusstest du, dass dies eines der ältesten Sternbilder ist? Ja, es ist eines der 48 Sternbilder, die bereits von Ptolemäus identifiziert wurden. Es ist eines der 13 Sternbilder des Tierkreises. In der griechischen Mythologie wird das Sternbild Jungfrau mit der Göttin der Gerechtigkeit, Themis, in Verbindung gebracht, die, angewidert von der Unhöflichkeit der Menschen, die Erde verließ und einst am Himmel die Gestalt dieses Sternbildes annahm. Heute ist das Sternbild de la Vierge vor allem deshalb bekannt, weil es das Zentrum des Virgo-Superhaufens beherbergt. Das Sternbild de la Chevelure de Bérénice ist für uns heute ebenfalls von Interesse, denn es beherbergt den nördlichen Teil des Virgo-Haufens, das heißt 6 Messier-Galaxien. Der Virgo-Haufen ist übrigens auch als Coma-Virgo-Haufen bekannt, wobei Coma für Chevelure de Bérénice und Virgo für Vierge steht, die beiden Sternbilder, in denen sich der Haufen befindet. Das Sternbild Haar der Berenice liegt zwischen dem Sternbild Löwe im Westen und dem Sternbild Rinderhund im Osten. Es ist von beiden Hemisphären aus sichtbar. Es ist an den drei Sternen Alpha, Beta und Gamma zu erkennen, die ein rechtwinkliges Dreieck bilden, an dem die imaginären Zöpfe der Berenice hängen. Diese Zöpfe werden von dem Sternhaufen Chevelure de Bérénice oder Melotte 111 gebildet, einem offenen Sternhaufen, der 45 helle Sterne mit einer gemeinsamen Bewegung enthält. Das Sternbild de la Chevelure de Bérénice ist nicht so einfach zu beobachten, da seine drei Sterne nicht sehr hell sind. Im Allgemeinen beginnen wir mit dem helleren Sternbild Löwe und suchen nach Melotte 111, die mit bloßem Auge sichtbar ist. Wir haben nun fast unser Ziel erreicht. Da du nun weißt, wie du den Virgo-Haufen am Nachthimmel finden kannst, ist es Zeit für ein wenig Geschichte. Der Virgo-Haufen wurde im Jahr 1781 von dem französischen Astronomen Charles Messier entdeckt.
Charles Messier war nicht nur ein herausragender Astronom, sondern auch ein bekannter Kometenjäger. Heute ist er vor allem für die Erstellung eines Katalogs von Nebeln und Sternhaufen bekannt, des Messier-Katalogs. Dieser Katalog listet Objekte mit diffusem Aussehen auf und wurde erstellt, um Kometenjägern zu helfen, diese Objekte nicht mit Kometen zu verwechseln. Bei diesen diffusen Objekten handelt es sich in Wirklichkeit um Galaxien, Nebel und Sternhaufen, auch wenn wir das damals noch nicht wussten. Die Objekte im Messier-Katalog sind mit einem großen M gekennzeichnet, gefolgt von einer Nummer, die von 1 bis 110 reicht. Wenn du das Buch weiterverfolgt hast, weißt du, dass M87, M86 und M49 die Galaxien, die die drei Hauptunterhaufen des Virgo-Sternhaufens bilden, Teil dieses Katalogs sind. Charles Messier hat viele der Galaxien des Virgo-Haufens kartiert, darunter M87, M86 und M49, sowie M58, M59, M60, M61, M84, M85, M88, M89, M90, M91, M98, M99 und M100. Die meisten der Galaxien im Virgo-Haufen wurden zwischen 1770 und 1780 entdeckt und zunächst für Nebel gehalten. Erst in den 1920er Jahren wurde klar, dass es sich um Galaxien handelt. Bis zum Ende des 20. Jahrhunderts wurden auf Fotografien zwischen 1500 und 2000 Galaxien im Virgo-Haufen entdeckt, der zwischen 50 und 70 Millionen Lichtjahre entfernt ist. Zwischen 2008 und 2012 wurde das NGVS-Projekt Next Generation Virgo Cluster Survey durchgeführt, um den Virgo-Haufen abzubilden und möglicherweise weitere Galaxien zu entdecken. An dem Projekt waren das 3,5-Meter-Teleskop, der CFHT, das Kanada-Friends-Hawaii-Teleskop und ein Team von 45 Mitgliedern aus Universitäten und Forschungsinstituten in Europa und Nordamerika beteiligt. Da das Sternbild Jungfrau nur im Frühjahr und Winter beobachtet wird, hat dieses Projekt mehrere Jahre gedauert und die Ergebnisse werden noch ausgewertet. Aber wir haben keinen Zweifel daran, dass es nach und nach noch eine ungeahnte Anzahl neuer Galaxien ans Licht bringen wird. Der Virgo-Haufen liegt im Zentrum des Virgo-Superhaufens, der auch als lokaler Superhaufen bezeichnet wird. Dieser Name stellt sicher, dass der Superhaufen nicht mit dem Virgo-Haufen verwechselt wird. Zum Virgo-Superhaufen gehört auch die lokale Gruppe, in der unsere eigene Milchstraße und die Andromeda-Galaxie zu Hause sind. Der Virgo-Superhaufen hat einen Durchmesser von 200 Millionen Lichtjahren. Verglichen mit dem Durchmesser des Virgo-Superhaufens von 15 Millionen Lichtjahren ist das eine ganze Menge. Das bedeutet, dass wir 200 Millionen Jahre brauchen würden, um ihn mit Lichtgeschwindigkeit von oben nach unten zu durchqueren. In der Tat enthält er etwa 10.000 Galaxien, die sich auf etwa 100 Haufen verteilen, von denen der Virgo-Haufen einer der größten ist. Der Virgo-Haufen befindet sich in der Nähe des Zentrums des lokalen Superhaufens, aber die lokale Gruppe liegt nah am Rande. Sie wird jedoch vom Virgo-Haufen angezogen und bewegt sich daher näher an das Zentrum des Superhaufens heran. Der Virgo-Superhaufen besteht aus einer Scheibe und einem Halo. Die Scheibe enthält 60% der leuchtenden Galaxien des Superhaufens, während der Halo 40% der übrigen Elemente enthält, vor allem langgestreckte Objekte.
Tatsächlich wissen die Astronomen nicht viel über seine Entstehungsgeschichte. Und doch ist der Virgo-Haufen die uns am nächsten gelegene Galaxiengruppe und damit die am besten beobachtete. Die erste Hypothese der Astronomen ist, dass die Galaxien in diesem Haufen durch einen langsamen Akkretionsprozess entstanden sind, der vor 7 Milliarden Jahren begann. Unter Akkretion versteht man die Entstehung und das Wachstum eines Objekts durch die Anlagerung und Anhäufung von Materie an seiner Oberfläche oder seinem Rand. Den Simulationen zufolge könnte die dunkle Materie während des Entstehungsprozesses stark mit den Galaxien interagiert haben. Dies ist sogar ein Hinweis auf ihre Existenz. Andererseits, wenn es sie nicht gäbe, müssten wir auch dieses Modell revidieren. Auf jeden Fall führte diese Wechselwirkung dazu, dass die Galaxien eine bestimmte Flugbahn einschlugen und sich in den Filamenten konzentrierten. Die Filamente bewegen sich dann in Richtung der Gashalos des Virgo-Haufens. Simulationen haben auch gezeigt, dass die Fusionsrate des Virgo-Haufens in den 7 Milliarden Jahren der Entstehung seiner Galaxien im Vergleich zu anderen Haufen dieser Masse eher ruhig war. Eine relativ aktuelle Studie, die 2017 von M. Olchanski und J.G. Source veröffentlicht wurde, zeigt, dass es im Halo des Virgo-Haufens in den letzten 4 Milliarden Jahren nur eine einzige Fusion gegeben hat. Der Haupthalo hingegen ist vermutlich erst vor kurzem entstanden und hat sich innerhalb der letzten Milliarden Jahre zusammengeschlossen. Der Virgo-Galaxienhaufen hätte also eine recht ruhige Geschichte, die sich aus recht unterschiedlichen Galaxiengruppen zusammensetzt. Und wenn er eine Periode massiver Verschmelzung erlebt hat, dann war das in den frühen Jahren seines Lebens, nicht in jüngerer Zeit. Es ist also nicht viel mehr über das Entstehungsmodell des Virgo-Haufens bekannt, aber die Wissenschaftler untersuchen ihn weiter, um die Geheimnisse der Galaxienentwicklung innerhalb von Haufen zu entschlüsseln. Heute werden zahlreiche numerische Simulationen durchgeführt und getestet, Modelle geeicht und Theorien verifiziert oder entkräftet. Wir nutzen unsere Beobachtungen und unser Wissen über den Virgo-Haufen auch, um Simulationen des lokalen Universums in größerem Maßstab zu erstellen. Wie sieht der Virgo-Haufen heute aus? Wie wir zu Beginn unserer Reise gesehen haben, ist der Virgo-Haufen ein Aggregat aus mindestens 3 verschiedenen Unterhaufen: M87, M86 und M49. Alle 3 sind riesige elliptische Galaxien. Einige Forscher fügen dieser Struktur einen 4. Unterhaufen hinzu, dessen Zentrum die elliptische Galaxie M60 ist, sowie eine Untergruppe interstellarer Staubwolken, deren Zentrum die Spiralgalaxie NGC 4216 ist. Zur Erinnerung: Interstellarer Staub ist die Hauptkomponente des kosmischen Staubs im Weltraum. Er füllt das interstellare Medium, das heißt die Materie, die den Raum zwischen den Sternen einnimmt. M87 oder Virgo A ist der dominierende Subhaufen mit einer Masse, die doppelt so groß ist wie die unserer eigenen Milchstraßengalaxie. Er enthält Spiralgalaxien, elliptische Galaxien, linsenförmige Galaxien und so weiter. Die beiden anderen Unterhaufen sind weniger massiv. Die 3 Unterhaufen scheinen jedoch zu einem einzigen, größeren Haufen zu verschmelzen. Um die 3 Unterhaufen herum befinden sich kleinere Galaxienwolken, die hauptsächlich aus Spiralgalaxien bestehen. Diese Galaxienwolken nähern sich dem Zentrum des Virgo-Haufens. Es gibt auch andere, isoliertere Galaxien und Galaxiengruppen, die von der Schwerkraft des Haufens angezogen werden und in der Zukunft mit ihm verschmelzen werden.
Diese Struktur lässt die Astronomen vermuten, dass es sich beim Virgo-Haufen um einen mehr oder weniger jungen Haufen handelt, der sich noch in der Entstehung befindet. Schauen wir uns die Umgebung des Virgo-Haufens genauer an. Erinnern wir uns zunächst daran, was das Intracluster-Medium ist. Es handelt sich um das Plasma im Zentrum von Galaxien, das auf 10 bis 100 Millionen Grad Celsius erhitzt ist. Diese hohe Temperatur ist auf die Energie zurückzuführen, die bei der Bildung von Galaxienhaufen freigesetzt werden. Das Plasma im Intracluster-Medium des Virgo-Haufens hat eine Temperatur von etwa 30 Millionen Grad Celsius und sendet Röntgenstrahlung aus. Hier findet man Sterne, die sich nicht in einer Galaxie befinden, etwa 10% der Sterne im Virgo-Haufen. Diese Sterne werden als intergalaktische Sterne bezeichnet. Es gibt auch isolierte planetarische Nebel, die möglicherweise durch Wechselwirkungen mit anderen Galaxien aus ihrer Heimatgalaxie vertrieben wurden. Das Intrahaufenmedium enthält auch Kugelsternhaufen, dichte Sternhaufen und mindestens ein Sternentstehungsgebiet. Tatsächlich wurden mehrere H2-Regionen identifiziert. Dabei handelt es sich um Regionen mit ionisiertem Wasserstoff, wobei die Ionisierung durch die Nähe eines oder mehrerer sehr heißer Sterne verursacht wird. Diese Regionen sind ein Zeichen für aktive Sternentstehung. Wenn wir uns dem Zentrum des Virgo-Haufens nähern, nimmt die Zahl der sternbildenden Galaxien ab und wir finden stattdessen Galaxien in der Aussterbephase. Das Medium innerhalb des Haufens ist reich an Eisen, das von den Galaxien des Haufens ausgestoßen worden sein könnte. Die Gase innerhalb des Haufens könnten mit Quasaren, den leuchtkräftigsten Objekten im Universum, wechselwirken. Quasar bedeutet Quelle quasi-stellarer Strahlung. Es handelt sich dabei um supermassereiche schwarze Löcher im Zentrum einer extrem leuchtenden Region. Im Virgo-Haufen kannst du sehen, dass die Galaxien in Fäden gruppiert sind. Warum diese seltsame Form? Wie wir heute wissen, haben Galaxien unterschiedliche Morphologien, Gasgehalte und Sternentstehungsraten, je nach der Umgebung, in der sie sich befinden. Der Virgo-Haufen ist eine dichte Umgebung, was dazu führt, dass sich die Galaxien in Filamenten sammeln, bevor sie in das Zentrum des Haufens fallen. Das 30-Meter-Teleskop von IRAM hat über 245 Galaxien in diesen Filamenten beobachtet. Das Teleskop wird von Europas führendem Zentrum für Millimeterwellen-Radioastronomie betrieben. Es befindet sich in über 2800 Metern Höhe auf dem Pico Veleta in der spanischen Sierra Nevada. Es ist das empfindlichste Einzelantennenteleskop der Welt. Seine Präzision hat es den Astronomen ermöglicht, zahlreiche Galaxien sowie das supermassive Schwarze Loch im Zentrum der Milchstraße zu entdecken und zu beobachten. Mit dem Teleskop konnten wir auch entdecken, dass sich kosmische Filamente über eine Länge von rund 97,8 Millionen Lichtjahren erstrecken. Diese besondere Filamentstruktur ist eine der Hauptantriebskräfte für die Umwandlung von Galaxien. Sehen wir uns nun die Zusammensetzung des Virgo-Haufens an. Dieser Galaxienhaufen ist recht komplex. Seine Galaxienpopulation ist recht jung, weist zahlreiche Substrukturen auf und wird von Zwerggalaxien des frühen Typs dominiert. Die Galaxien des Virgo-Galaxienhaufens unterscheiden sich vom Galaxien des frühen Typs und weisen eher Merkmale von Galaxien des späten Typs auf. Der Galaxienhaufen wächst aktiv und seine Beobachtung könnte Wissenschaftlern helfen, die Geschichte der Galaxien und ihre Ansammlung in Haufen besser zu verstehen. In der Tat hat die Untersuchung des Virgo-Galaxienhaufens den Astronomen einige Anhaltspunkte dafür geliefert, wie Galaxien entstehen
und wie ihre Umgebung ihre Entwicklung beeinflusst. Laut einer von Christoph Engler geleiteten Studie sind Gruppen von Galaxien vor dem Gravitationszentrum des Virgo-Haufens vorbeigezogen und haben dabei die Eigenschaften der Galaxien stark verändert. Die Galaxien sind in einem Abstand von 3,75 Millionen Lichtjahren am Zentrum vorbeigezogen, was aus Sicht des Universums relativ nahe ist und die Eigenschaften der Galaxien stark beeinflusst hat. Auf die verschiedenen Arten von Galaxien, die im Virgo-Haufen zu finden sind, werden wir später auf dieser Reise zurückkommen. Werfen wir zunächst einen Blick auf die chemische Zusammensetzung dieses nahen Galaxienhaufens. Mehrere Forscherteams haben die Zusammensetzung der schweren Elemente im Virgo-Haufen untersucht. Laut einer Studie von S.W. Allen und Kollegen aus dem Jahr 2015 ist der Virgo-Haufen reich an Elementen wie Magnesium, Silizium und Schwefel. Es wird angenommen, dass Supernovas Galaxienhaufen mit Metallen angereichert haben, insbesondere während des Höhepunkts der Sternentstehungsaktivität. Alle Elemente, die schwerer als Wasserstoff sind, wurden also durch Supernova-Explosionen erzeugt. Zur Erinnerung: Eine Supernova ist die kataklysmische Explosion eines Sterns. Einen Moment lang kann sie heller leuchten als eine ganze Galaxie mit 100 Milliarden Sternen. Supernovas sind faszinierende Phänomene. Es gibt zwei Arten von Supernovas. Typ 1a oder thermonukleare Supernovas und Typ 2 oder Kernkollaps-Supernovas. Eine Kernkollaps-Supernova wird durch die Explosion eines massereichen Sterns, 8 Sonnenmassen oder mehr, verursacht. Diese Explosion ist heller als alle Sterne in unserer Galaxie zusammen. Die Supernova und ihre Trümmer setzen enorme Mengen an Energie in Form von Sternwinden frei. Dabei entstehen hauptsächlich Leichtmetalle wie Sauerstoff, Silikat, Schwefel. Supernovas vom Typ 1a sind anders. Es bleiben keine Trümmer zurück, da alle produzierten Elemente das interstellare Medium anreichern. Diese Supernovas setzen eher schwere Elemente wie Eisen und Nickel frei. Die in einem Sternhaufen vorhandenen Elemente hängen also weitgehend von der Anzahl und der Art der Supernovas ab, die dort stattgefunden haben. Im Fall des Virgo-Haufens haben Supernovas vom Typ 2 die Umgebung stark mit schweren Elementen angereichert. Nachdem du nun die Entstehung des Virgo-Haufens, seine Struktur und Zusammensetzung verstanden hast, wollen wir uns die Galaxien, aus denen dieser Haufen besteht, genauer ansehen. Während 70% der hellen Galaxien im Virgo-Haufen Spiralgalaxien sind, handelt es sich bei den größten Galaxien des Haufens um elliptische Galaxien, was die amerikanische Bottom-up-Theorie bestätigt. Nach dieser Theorie waren die alten Galaxien ursprünglich Spiralgalaxien, die sich aber im Laufe der Zeit in riesige elliptische Galaxien verwandelten. Das Zentrum des Virgo-Haufens wird von der elliptischen Riesengalaxie M87 oder NGC 4486 eingenommen. Um dir eine Vorstellung von ihrer Größe zu geben, solltest du wissen, dass M87 in ihrem Zentrum ein schwarzes Loch mit einer Masse beherbergt, die mehrere Millionen Mal so groß ist wie die der Sonne. Obwohl der auf M87 zentrierte Unterhaufen dominiert, kannst du erkennen, dass der Virgo-Haufen aus 3 Unterhaufen besteht, wobei die beiden anderen um M86 und M49 zentriert sind. Zum Virgo-Haufen gehört eine weitere helle elliptische Galaxie namens M84 oder NGC 4374. Du kannst sehen, dass sich die 3 Unterhaufen dem Zentrum des Haufens nähern.
Sie sind von anderen isolierten Galaxien und Galaxiengruppen umgeben, die aufgrund ihrer Schwerkraft ebenfalls mit dem Zentrum des Haufens verschmelzen werden. Bevor wir uns mit den elliptischen Riesengalaxien des Virgo-Haufens beschäftigen, wollen wir einen Blick auf die verschiedenen Arten von Galaxien werfen, aus denen der Virgo-Haufen besteht. Der Virgo-Haufen hat einen hohen Anteil an balkigen Spiralgalaxien. Dieser Anteil ist viel höher als in anderen Haufen, obwohl die Astronomen nicht wirklich erklären können, warum. Der Virgo-Haufen weist auch eine große Anzahl elliptischer Galaxien auf. Wie wir bei der amerikanischen Bottom-up-Theorie gesehen haben, gelten elliptische Galaxien als das letzte Stadium der Galaxienentwicklung. Es wird angenommen, dass elliptische Galaxien durch Kollisionen und Wechselwirkungen zwischen mehreren Galaxien entstehen, die in Galaxienhaufen wie Virgo häufig vorkommen. Elliptische Zwerggalaxien sind neben den sphäroidischen Zwerggalaxien der häufigste Galaxientyp im Universum. Sie sind oft Satelliten von Riesengalaxien oder in Galaxienhaufen zu finden. Der Virgo-Galaxienhaufen beherbergt auch Galaxien mit geringerer Oberflächenhelligkeit, Low Surface Brightness Galaxies, LSBs. Dabei handelt es sich um diffuse Galaxien mit einer Oberflächenhelligkeit, die für einen irdischen Beobachter weniger als eine Magnitude unter der des umgebenden Nachthimmels liegt. Die meisten Galaxien mit geringer Oberflächenhelligkeit sind Zwerggalaxien. Aufgrund ihrer geringen Größe und ihrer geringen Helligkeit blieben sie in der frühen Galaxienforschung praktisch unbemerkt. Heute geht man jedoch davon aus, dass sie eine wichtige Rolle bei der Entstehung und Entwicklung von Galaxien spielen könnten. Im Virgo-Haufen sind rote LSBs in größerer Zahl zu finden. Astronomen sind von diesen LSBs fasziniert, weil sie nicht mit dem übereinstimmen, was Modelle vorhersagen würden. Tatsächlich ist ihre rote Farbe mit einer unterbrochenen Sternentstehungsgeschichte verbunden, die nicht linear und gleichmäßig verläuft, wie es die Modelle vorhersagen. Es sind die Sterne, die die Farbe der Galaxien beeinflussen, und im Falle dieser roten Galaxien wurde die Farbe durch kleine Ausbrüche in der Sternbildung verursacht. Bedeutet dies also, dass die Sternentstehung durch lokale Störungen und Dichtewellen beeinflusst wird? Eine neue Idee, die für Wissenschaftler von großem Interesse ist. Im Zentrum des Sternhaufens gibt es mehr ultradiffuse UDG-Galaxien als diffuse Galaxien. Das sind Galaxien mit der Größe von Riesengalaxien, aber der Leuchtkraft von Zwerggalaxien. Wir haben gesehen, dass der Virgo-Haufen Spiralgalaxien, elliptische Zwerg- und Riesengalaxien, Galaxien mit geringer Oberflächenhelligkeit und ultradiffuse Galaxien umfasst. Das sind eine Menge Galaxien, und doch haben wir unsere Tour durch die Galaxientypen im Virgo-Haufen noch nicht einmal annähernd abgeschlossen. Im Jahr 2010 enthüllte eine Studie von D. Karachentsev und O. Nasonova die Existenz blau verschobener Galaxien im Virgo-Haufen, das heißt Galaxien, die sich der Milchstraße nähern. Eine verblüffende Entdeckung. Der Virgo-Haufen hat eine so hohe Masse, dass es unwahrscheinlich ist, dass sich eine Gruppe von Galaxien von ihm wegbewegt. Es wäre aber möglich, wenn die Galaxiengruppe das Zentrum des Virgo-Haufens umkreist. Diese Galaxien würden sich also nicht auf uns zubewegen, sondern lediglich ihre Umlaufbahn um das Zentrum des Sternhaufens fortsetzen. Im Jahr 2012 entdeckten Wissenschaftler dank des Hubble-Teleskops die Galaxie M60 UCD1, die als erste ultrakompakte Zwerggalaxie beobachtet wurde. Sie hat einen Durchmesser von nur 150 Lichtjahren
was dir vielleicht viel erscheinen mag, aber im Vergleich zum Durchmesser der Milchstraße von 100.000 Lichtjahren ist das nicht viel. Dennoch ist sie 200 Millionen Mal so schwer wie die Sonne und 15.000 Mal dichter als die galaktische Region, in der wir uns befinden. Seine Sterne sind 25 Mal näher beieinander als die der Sonne zu ihren Nachbarn. Die im 20. Jahrhundert entdeckte, ultrakompakte Zwerggalaxie wurde anfangs kaum als Galaxie betrachtet. Sie wurde eher als Sternhaufen bezeichnet. Man entdeckte jedoch, dass M60 UCD1 in ihrem Zentrum eine starke Röntgenquelle besitzt, die entweder von einem riesigen schwarzen Loch, wie es in den Kernen der meisten Galaxien zu finden ist, oder von einem Röntgendoppelgänger, einer Paarung aus einem Neutronenstern und einem normalen Stern, stammen könnte. Unnötig zu sagen, dass die erste Hypothese die wahrscheinlichste war. M60 UCD1 wäre demnach eine gewöhnliche Galaxie gewesen, die unter den Gravitationseinfluss einer benachbarten Galaxie geriet und nach ihre Sterne verlor, bis nur noch ihr ultradichter Kern mit dem schwarzen Loch übrig blieb. Dieses Phänomen muss sich vor Milliarden von Jahren ereignet haben, da die Astronomen derzeit keine Spuren davon finden können. Wenn M60 UCD1 tatsächlich ein schwarzes Loch hat und eine Galaxie ist, dann hält sie den Rekord für die dichteste Galaxie, die je beobachtet wurde. Eine weitere Entdeckung wurde 2015 bei den Galaxien des Virgo-Haufens gemacht. Die Astrophysikerin Laure Regucini und ihr Team veröffentlichten eine Arbeit über linsenförmige Galaxien im Virgo-Haufen. Lentikulare Galaxien sind Scheibengalaxien ohne ausgeprägte Spiralarme und stellen wahrscheinlich das Übergangsstadium zwischen elliptischen und spiralförmigen Galaxien dar. Sie enthalten oft große Mengen an Staub, aber nur wenig Sternbildung. Schließlich enthält der Virgo-Haufen eine große Anzahl von isolierten Galaxien. Diese Galaxien des frühen Typs, oft elliptisch oder linsenförmig, befinden sich an der Peripherie des Haufens. Die elliptischen Galaxien ähneln denen im Herzen des Haufens, aber Beobachtungen des Weltraumteleskops Chandra haben gezeigt, dass die isolierten elliptischen Galaxien möglicherweise die Überreste einer Gruppe von Galaxien sind, die verschmolzen sind. Was die isolierten linsenförmigen Galaxien betrifft, so scheinen sie von woanders herzukommen. Der Prozess, der höchstwahrscheinlich für die Bildung dieser sehr isolierten linsenförmigen Galaxien verantwortlich ist, findet nur in reichen Gruppen und Haufen statt, so dass sie sicherlich aus einer Region stammen, die reich an Gas- und massereichen Galaxien ist. Wir können uns jedoch nicht sicher sein und diese sehr isolierten Galaxien an der Peripherie des Virgo-Haufens sind für Astronomen immer noch ein Rätsel. Gehen wir der Sache auf den Grund und entdecken wir die Hauptgalaxien des Virgo-Haufens. Wir haben unser Ziel erreicht, etwa 50 Millionen Lichtjahre von der Erde entfernt. Schau dir das Zentrum des Virgo-Haufens genau an. Du kannst drei riesige elliptische Galaxien erkennen, die etwas größer sind als unsere eigene Galaxie. Es handelt sich um M87, M86 und M84. Du kannst auch M49 sehen, die hellste Galaxie im Virgo-Haufen, aber weit vom Zentrum entfernt. Wir beginnen unsere Reise zu den Galaxien des Virgo-Haufens mit der Erkundung der bekanntesten elliptischen Riesengalaxie des Haufens, M87, auch bekannt als Messier 87 oder Virgo A. M87 befindet sich etwa 53 Millionen Lichtjahre von uns entfernt und ist die bekannteste Galaxie im Virgo-Haufen. Und zwar aus dem einfachen Grund, dass sie die größte bekannte Galaxie in diesem Haufen ist. Und in der Tat, sie ist gigantisch, wie du sehen kannst.
Diese elliptische Galaxie hat einen Durchmesser von 120.000 Lichtjahren. Sie enthält über 2.000 Milliarden Sterne und ihr supermassives schwarzes Loch M87 hat die Größe von 6,5 Milliarden Sonnenmassen. Ja, du hast richtig gehört, wir sprechen von Milliarden. Das ist riesig im Vergleich zu Sagittarius A, dem schwarzen Loch in der Milchstraße, das eine Masse von 4 Millionen Sonnenmassen hat. Das supermassive schwarze Loch von M87 ist so monströs, dass es 5/6 der Gesamtmasse der Galaxie ausmacht. M87 hat mehr als 10.000 Kugelsternhaufen. Zum Vergleich, unsere eigene Galaxie hat nur 200. Nicht nur wegen seiner gigantischen Ausmaße ist M87 ein so heißes Gesprächsthema. Sie wurde 1779 von dem deutschen Astronomen Johann Gottfried Köhler entdeckt und 1781 von Charles Messier in den Messier-Katalog aufgenommen. Mit einer Helligkeit von 9,6 ist sie eine der hellsten Galaxien des Virgo-Haufens. Darüber hinaus erzeugt ihr supermassives schwarzes Loch einen Plasmastrahl, der sich über eine Länge von 5000 Lichtjahren erstreckt. Es ist daher eine starke Radioquelle. Das schwarze Loch von M87 befindet sich in seinem aktiven Zentrum und ist somit Teil des aktiven Kerns der Galaxie M87. Zur Erinnerung, eine aktive Galaxie beherbergt einen aktiven Kern, dessen Leuchtkraft in einem bestimmten Bereich des elektromagnetischen Spektrums, zum Beispiel Radiowellen, Infrarot, Ultraviolett, Röntgenstrahlen und so weiter, weit überdurchschnittlich stark ist. Die Strahlung des aktiven Kerns stammt aus der Akkretion durch das zentrale schwarze Loch der Galaxie. Diese erstaunlichen Objekte sind die hellsten kontinuierlichen Quellen elektromagnetischer Strahlung im Universum. Der von M87 gebildete Unterhaufen umfasst zahlreiche Galaxien, die wir erkunden werden, bevor wir die beiden anderen Hauptunterhaufen des Virgo-Haufens besuchen. Beginnen wir mit der Galaxie Messier 98 oder NGC 4192, obwohl der armenische Astronom Abraham Matesyan sie dem Unterhaufen M86 zuordnet, den wir später erkunden werden. Man nimmt an, dass diese intermediäre Spiralgalaxie zu dem Unterhaufen gehört, der von M87 gebildet wird. Sie befindet sich etwa 50 Millionen Lichtjahre von uns entfernt im Sternbild Berenices Her. Der französische Astronom Pierre Méchain entdeckte sie im März 1781 zusammen mit den benachbarten Galaxien M99 und M100. Mit einer Helligkeit von 10,1 ist er sehr schwer zu beobachten. In der Tat ist sie eines der am schwierigsten zu beobachteten Objekte im Messier-Katalog. Dennoch ist es den Astronomen gelungen, mit dem 1989 eingeweihten NTT der ESO, dem ersten Teleskop mit adaptiver Optik, ein großartiges Bild von ihm zu erhalten. Erstaunlich ist, dass Messier 98 sehr reich an jungen Sternen ist. Es wird angenommen, dass er 1000 Milliarden davon enthält. Wissenschaftler glauben, dass eine Wechselwirkung mit M99 vor 750 Millionen Jahren diese Sterne irgendwie entzündet hat. M99 oder NGC 4254 ist eine sogenannte große Spiralgalaxie, das heißt eine Spiralgalaxie mit gut ausgeprägten Spiralarmen. Sie hat eine dreimal höhere Sternentstehungsrate als andere Spiralgalaxien ähnlichen Typs, was auf Wechselwirkungen mit anderen Galaxien zurückzuführen sein könnte, wie im Fall M98. Auf jeden Fall ist diese Galaxie für die Wissenschaftler von Interesse, da hier unerklärliche Phänomene beobachtet wurden. Der Stern PTF 10 FQS zum Beispiel verhält sich seltsam.
Dieser Stern wurde von der astronomischen Durchmusterung Palomar Transient Factory, PTF, entdeckt, die nach plötzlichen Helligkeitsveränderungen sucht, wie sie von einem veränderlichen Stern oder einer Supernova verursacht werden. Der Stern PTF 10 FQS hatte eine mittlere Helligkeit, die zwischen der einer Nova und einer Supernova lag. Im Laufe von 68 Tagen nahm er jedoch langsam an Helligkeit ab, eine Tatsache, die von den Wissenschaftlern noch nicht aufgeklärt werden konnte. Wie M98 sind sich die Astronomen nicht einig, ob M99 zum Subhaufen M97 gehört. Messier 100, ebenfalls 1781 zusammen mit M98 und M99 entdeckt, ist ebenfalls eine große Spiralgalaxie im Sternbild Chevelure de Berenice, 56 Millionen Lichtjahre von uns entfernt. Sie ist auch unter dem Namen M100 oder NGC 4321 bekannt. Ihr Durchmesser beträgt etwa 120.000 Lichtjahre. Ihre Helligkeit ist mit 9,4 recht gering. Um die Spiralarme dieser Galaxie von der Erde aus beobachten zu können, muss man eine Langzeitbelichtung mit einem Teleskop von mindestens 200 mm machen. Die Beobachtung ist mit einem 400 mm Teleskop einfacher. Im Sternbild Berenices Heer kannst du auch M85 beobachten, die nördlichste Galaxie des Virgo-Haufens, die ebenfalls von Pierre Méchain entdeckt wurde. Man nimmt an, dass es sich um eine elliptische Galaxie handelt, obwohl sie seit langem als linsenförmige Galaxie klassifiziert wird. Im Sternbild de la Vierge kannst du die Spiralgalaxie NGC 4388 beobachten, die 1784 von dem deutsch-britischen Astronomen William Herschel entdeckt wurde. Was ist das Besondere an ihr? Sie stößt Gaswolken mit einem Durchmesser von mehr als 100.000 Lichtjahren aus. Man nimmt an, dass NGC 4388, die als aktive Galaxie eingestuft wird, Gas ausgestoßen hat, als sie das intergalaktische Medium des Virgo-Haufens durchquerte. Oder sie könnte eine kleinere Galaxie durch ihre Schwerkraft zerstört haben, wobei nur diese Staubwolken zurückblieben. Die Galaxie der Augen, die sich immer noch im Sternbild Jungfrau befindet, besteht aus NGC 4435 und NGC 4438, die auch als ARP 120 bekannt ist. Dieses Galaxienpaar, das vom Very Large Telescope der ESO in den Anden fotografiert wurde, befindet sich rund 52 Millionen Lichtjahre von uns entfernt. Warum sprechen wir über die Augen der Jungfrau? Weil die Galaxienkerne, zwei weiße Ovale, bei Betrachtung durch ein mittelgroßes Teleskop wie ein Paar leuchtender Augen aussehen. NGC 4438 ist die größere der beiden. Einst eine Spiralgalaxie, wurde sie durch Kollisionen mit anderen Galaxien verformt. Tatsächlich wurden in den Spiralarmen beider Galaxien Verformungen beobachtet, die Wissenschaftler zu der Vermutung veranlassen, dass sie vor mehreren Millionen Jahren zusammengestoßen sein könnten. Immerhin sind die beiden Galaxien nur 100.000 Lichtjahre voneinander entfernt, was in der Größenordnung des Universums eine sehr geringe Entfernung ist. Obwohl sie sich sehr ähnlich sehen, sind NGC 4438 und NGC 4435 sehr unterschiedlich. In NGC 4438 wurden einige der jungen Sterne und Gase aus der Galaxie herausgelöst und sind nun entlang eines langen Bandes verstreut. Im Gegensatz dazu ist NGC 4435 kompakt und scheint frei von Gas und Staub zu sein. Abgesehen von einem Masseverlust scheint sie durch die Kollision der beiden Galaxien nicht so stark in Mitleidenschaft gezogen worden zu sein wie NGC 4438. Einige Wissenschaftler glauben, dass der Schaden an NGC 4438 auch durch eine Kollision mit M86,
der zweiten großen elliptischen Galaxie im Virgo-Haufen, verursacht worden sein könnte. Diese Galaxie werden wir uns als nächstes ansehen. Diese elliptische Galaxie wurde 1779 von dem deutschen Astronomen Johann Gottfried Köhler entdeckt und noch im selben Jahr von Charles Messier beobachtet und in Messiers Katalog als M86 aufgenommen. Ihr charakteristisches Merkmal ist eine Blauverschiebung. Mit anderen Worten, sie kommt uns immer näher und zwar mit großer Geschwindigkeit. Die Radialgeschwindigkeit von Messier 86 wurde in der NET-Datenbank auf 224 km pro Sekunde geschätzt. Von allen Galaxien im Messier-Katalog ist sie nach M90 diejenige, die sich der Milchstraße am zweitschnellsten nähert. Mehrere Gasfilamente verbinden sich mit NGC 4438, was zeigt, dass die beiden Galaxien in einer gravitativen Wechselwirkung stehen. Diese Wechselwirkung scheint Materie von M86 wegzuziehen. Eine weitere Besonderheit von M86 ist die große Anzahl von Kugelsternhaufen. Man schätzt sie auf etwa 3000. Diese Kugelsternhaufen sind in seinem Halo konzentriert, wo es auch Bänder von Sternen gibt, die die Überreste von Zwerggalaxien sein könnten, die von M86 absorbiert wurden. M86 ist eine von 8 Galaxien in der Makarian-Kette. Die Galaxien der Makarian-Kette sind in einem Kreisbogen angeordnet und haben eine gemeinsame Bewegung. Der Name dieses ungewöhnlichen Objekts stammt von dem armenischen Astronomen Benjamin Makarian, der entdeckte, dass diese Galaxien eine gemeinsame Bewegung haben. Die Makarian-Kette befindet sich im Zentrum des Virgo-Haufens. Die Galaxien, aus denen die Makarian-Kette besteht, sind M84, M86, die linsenförmigen Galaxien NGC 4477, NGC 4461, NGC 4438 und NGC 4435 sowie die elliptischen Galaxien NGC 4473 und NGC 4458. M84 oder NGC 4374 ist eine sehr helle Linsengalaxie im Sternbild Jungfrau. Sie markiert den Beginn der Makarian-Kette. Sie ist kleiner und weniger leuchtkräftig als ihr Nachbar M87, aber ansonsten sehr ähnlich. Sie ist sehr reich an Kugelsternhaufen und hat ein Zentrum, in dem zwei Plasmastrahlen im Radio beobachtet werden können. Das supermassive schwarze Loch, das sich im Zentrum der Galaxie befindet und diese Materiejets aussendet, soll eine Masse von 1,5 Milliarden Sonnenmassen haben. M84 wird manchmal als Teil der M49-Gruppe gesehen, der elliptischen Galaxie, die den dritten Hauptunterhaufen des Virgo-Haufens bildet, den wir später auf unserer Reise entdecken werden. Wie M87 bildet auch M86 einen Unterhaufen, der aus zahlreichen anderen Galaxien besteht. Die M86-Gruppe wurde von dem armenischen Astronomen Abraham Martesyan definiert. Der Astronom zählte mindestens 22 Galaxien in dieser Gruppe, die sich in den Sternbildern Jungfrau und Berenices Heer befinden, aber seine Liste wurde inzwischen leicht überarbeitet. In der Gruppe M86 kannst du ein Paar beobachten, das aus zwei Galaxien besteht, M90 und IC 3583. M90 oder NGC 4569 ist eine intermediäre Spiralgalaxie, das heißt eine Galaxie auf halbem Weg zwischen einer normalen Spiralgalaxie und einer Balkenspiralgalaxie. Sie ist eine der größten Spiralgalaxien des Virgo-Haufens. Sie wurde 1781 von Charles Messier entdeckt. Sie hat eine Blauverschiebung und ist daher der Milchstraße sehr nah.
Erstaunlich ist die Geschwindigkeit, mit der sie sich uns nähert. 235 Kilometer pro Sekunde nach Angaben des NID. Wissenschaftler schätzen, dass er sich mit 1500 Kilometern pro Sekunde innerhalb des Virgo-Sternhaufens bewegt und möglicherweise sogar der Schwerkraft des Sternhaufens entkommt. Einige Wissenschaftler glauben, dass er den Virgo-Haufen bereits verlassen haben könnte. Sie ist die sich am schnellsten nähernde Galaxie, sogar noch vor M86. Eine weitere Besonderheit von M90 sind die eng gewundenen Spiralarme, in denen es anscheinend keine Sternentstehungsaktivität mehr gibt. Nach Ansicht einiger Forscher entwickelt sich M90 zu einer linsenförmigen Galaxie. M90 wurde vom amerikanischen Astronomen Helton C. Arp in seinem Atlas of Peculiar Galaxies aufgenommen, da es sich um eine Spiralgalaxie mit einem Begleiter von hoher Oberflächenhelligkeit handelt. Dieser Begleiter ist IC3583, eine kleine, unregelmäßige Magellansche Galaxie. Sie hat eine Helligkeit von 13,3 und eine Flächenhelligkeit von 14,26 und ist damit eine Galaxie mit geringer Flächenhelligkeit. Ihre Radialgeschwindigkeiten sind unterschiedlich, aber sie bilden wahrscheinlich ein Galaxienpaar, da sie sich in ähnlichen Entfernungen befinden. M89 ist ebenfalls Teil der M86-Gruppe. Diese passt perfekt kreisförmige elliptische Galaxie ist auch als NGC 4552 bekannt. Sie wird von einer jetartigen Struktur begleitet, die sich über etwa 100.000 Lichtjahre erstreckt und bei der es sich um eine kleinere Satellitengalaxie handeln könnte, die durch Gezeitenkräfte zerfällt. Zur M86-Gruppe gehören auch mehrere Spiralgalaxien wie NGC 4208, NGC 4216, NGC 4396 und NGC 4419. Laut Abraham Matesyan gehört auch die Galaxie NGC 4438, eines der beiden Augen der Jungfrau, zur M86-Gruppe. Wir wenden uns nun der dritten elliptischen Galaxie zu, die einen Subhaufen innerhalb des Virgo-Haufens bildet. M49 oder Messier 49, auch bekannt als NGC 4472. Sie befindet sich in etwa 55 Millionen Lichtjahren Entfernung und hat einen Durchmesser von fast 160.000 Lichtjahren. Damit ist er kleiner als der Riese M87. M49 befindet sich weit vom Zentrum des Virgo-Haufens entfernt, ist aber mit einer Helligkeit von 8,4 und einer Flächenhelligkeit von 12,8 die hellste Galaxie des Haufens. Sie war daher die erste Galaxie im Virgo-Haufen, die entdeckt wurde. Es wird angenommen, dass sie fast 200 Milliarden Sterne enthält. Wie die meisten elliptischen Galaxien enthält sie hauptsächlich alte Sterne. Die letzte Periode der Sternentstehung fand vor etwa 6 Milliarden Jahren statt, also vor der Geburt der Sonne. Insgesamt sind ihre Sterne älter und röter als die der Sonne. M49 enthält auch eine große Anzahl von Kugelsternhaufen, etwa 6300, was im Vergleich zu den etwa 200 Kugelsternhaufen in der Milchstraße ziemlich viel ist. Das Durchschnittsalter dieser Kugelsternhaufen beträgt 10 Milliarden Jahre. Im Zentrum der Galaxie befindet sich ein supermassereiches schwarzes Loch von etwa 565 Millionen Sonnenmassen. Bei M49 handelt es sich um eine Region mit schwach ionisierender Kernemission, LINER, und einem beidseitigen Radiojet, dessen Emissionen schwächer als normal sind. M49 steht in gravitativer Wechselwirkung mit der irregulären Zwerggalaxie UGC 7636. Diese Wechselwirkung ist als ARP 134 katalogisiert.
Die M49-Gruppe umfasst etwa 120 Galaxien in den Sternbildern Virgo und Berenice. Es ist nicht klar, welche Galaxien zu dieser Gruppe gehören, da sich einige auf die Milchstraße zubewegen, während andere sich von ihr weg in Richtung des Zentrum des Virgo-Haufens bewegen. In einem Artikel des Astronomen A.M. Garcia aus dem Jahr 1993 wurden 127 solcher Galaxien aufgelistet, darunter auch einige im Messier-Katalog. M58 ist eine von ihnen. Diese Galaxie ist eine von 4 Balkenspiralgalaxien in Messiers Katalog, zusammen mit M91, M95 und M109, die nicht zur M49-Gruppe gehören. Sie wird jedoch nicht immer als Balkenspiralgalaxie eingestuft. Der Balken kann mit einem Teleskop ab 20 cm gesehen werden. Sie war auch eine der ersten Spiralgalaxien, die als solche erkannt wurden, und eine der hellsten Galaxien im Virgo-Haufen. M60 gehört ebenfalls zur M49-Gruppe und ist eine der größten elliptischen Galaxien im Virgo-Haufen. Einige Wissenschaftler glauben, dass es sich um einen vierten Unterhaufen und nicht nur um ein Mitglied der M49-Gruppe handelt. Messier beschrieb sie als etwas unauffälliger als die beiden anderen, M58 und M59. Den Beobachtungen des Hubble-Teleskops zufolge befindet sich im Herzen von M60 ein massives Zentralobjekt von etwa 2 Milliarden Sonnenmassen. M60 ist auch die Umlaufbahn der ultrakompakten Zwerggalaxie M60 UCD1, die wir vor wenigen Augenblicken beobachtet haben. M88 oder NGC 4501 ist eine weitere bemerkenswerte Galaxie, die zur M49-Gruppe gehört. Sie wurde von Messier als sternloser Nebel mit einer der schwächsten Lichtstärken beschrieben. Wie M58, der sie laut Messier ähnelt, war sie eine der ersten Spiralgalaxien, die als solche erkannt wurde. Eine ihrer Besonderheiten ist, dass sie eine beeindruckende Auswärtsgeschwindigkeit von über 2200 Kilometern pro Sekunde aufweist. Man spricht auch von der Gruppe M88, die mindestens 44 Galaxien umfasst. Zu den anderen Mitgliedern der M49-Gruppe gehört M91, die im Messier-Katalog als fehlende Galaxie beschrieben wird, weil die vom Astronomen angegebene Position falsch war. Fahren wir fort mit der Erkundung der bemerkenswertesten Galaxien im Virgo-Haufen. Im Süden des Haufens kannst du M104 oder NGC 4594, auch Sombrero-Nebel genannt, beobachten. Diese Spiralgalaxie ist aufgrund ihres ungewöhnlichen Aussehens leicht zu erkennen. Im Profil betrachtet hat sie ein dunkles Band, das quer über sie verläuft und ihr das Aussehen eines Sombreros verleiht, daher ihr Name. Das dunkle Band, das du sehen kannst, ist in Wirklichkeit eine symmetrische Scheibe, die den Bulge der Galaxie umgibt und den größten Teil des neutralen Wasserstoffs und des Staubs enthält. Du kannst sie mit einem kleinen 200 mm Teleskop sehr tief am Horizont sehen, dank des Kontrasts, den dieses schwarze Band bildet. Der Kern von M104 ist eine starke Quelle von Synchrotronstrahlung im Röntgen- und Radiowellenbereich. Zu den bemerkenswerten Galaxien des Virgo-Haufens gehört NGC 4666, eine intermediäre Spiralgalaxie, die 1784 entdeckt und als Starburst-Galaxie beschrieben wurde. Bei einer Starburst-Galaxie handelt es sich um eine Galaxie mit einer außergewöhnlich hohen Sternentstehungsrate im Vergleich zu der in anderen Galaxien beobachteten Durchschnittsrate.
Man nimmt an, dass diese hohen Raten das Ergebnis einer Kollision oder Wechselwirkung mit einer oder mehreren nahegelegenen Galaxien sind. Diese Ausbrüche sind vorübergehend. Im Fall von NGC 4666 ist diese intensive Sternentstehungsaktivität vermutlich das Ergebnis einer Wechselwirkung mit benachbarten Galaxien, insbesondere NGC 4668 und NGC 4632, die zusammen ein Galaxientrio bilden. NGC 4452 ist ebenfalls eine interessante Galaxie, da sie sich uns vom Rand aus präsentiert. Sie ist eine linsenförmige Galaxie, so vermuten die Wissenschaftler. In der Tat scheint sie sehr dünn zu sein, was es schwierig macht, ihre Form mit Sicherheit zu bestimmen. Die Astronomen sind zu dem Schluss gekommen, dass es sich um eine linsenförmige Galaxie handelt, da sie keine Staublinie zu haben scheint. Es könnte sich aber auch um eine anämische Galaxie handeln. Anämische Galaxien sind Spiralgalaxien mit geringem Kontrast zwischen der Scheibe und den Spiralarmen. Sie sind eigentlich eine Zwischenform zwischen der sternbildenden, gasreichen Spiralgalaxie und der inaktiven, gasarmen Linsengalaxie. Wir haben nun unsere Erkundung der bemerkenswertesten Galaxien im Virgo-Haufen abgeschlossen. Natürlich hast du nicht alle Galaxien dieses Haufens gesehen, der immerhin zwischen 1300 und 2000 umfasst. Schauen wir uns die Sternpopulation des Virgo-Haufens einmal genauer an. Wie du sehen kannst, sind die meisten Galaxien im Virgo-Haufen elliptisch. Der Virgo-Haufen enthält daher viele Sterne der Population 2, das heißt sehr alte, metallarme Sterne, die vor 11 bis 13 Milliarden Jahren vor der galaktischen Scheibe entstanden sind. Man findet sie im Halo der Galaxien. Der Virgo-Haufen umfasst aber auch jüngere Galaxien, wie zum Beispiel Spiralgalaxien, in denen wir sogenannte Populations-1-Sterne finden. Die Sterne der Population 1 sind weniger als 10 Milliarden Jahre alt und gelten daher als jung. Sie sind reich an Metallen, das heißt an anderen Elementen als Wasserstoff und Helium. Man findet sie häufig in den Armen von Spiralgalaxien, aber auch in Kugelsternhaufen und Galaxienhalos. Sie entstehen aus Materie, die bei Supernovae-Explosionen ausgestoßen wird. Im Gegensatz zu den Sternen der Population 1 oder 2 sind die Sterne der Population 3 vermutlich noch älter. Man nimmt an, dass sie kurz nach dem Urknall entstanden sind und ausschließlich aus Wasserstoff und Helium bestehen. Bislang wurden diese Sterne jedoch nur modelliert. Beobachtet wurden sie noch nicht. Der Virgo-Haufen umfasst über 692 Kugelsternhaufen, die sich alle um M87, die Hauptgalaxie des Haufens, gruppieren. Wenn wir sagen, dass sie sich in der Nähe befinden, meinen wir eine Entfernung von etwa 2,74 Millionen Lichtjahren. Die meisten der beobachteten Kugelsternhaufen bestehen aus Sternen, die reich an schweren Elementen sind, das heißt an Elementen, die weder Wasserstoff noch Helium sind und die eine hohe Metallizität aufweisen. Sie sind also sehr alt. Es gibt aber auch blaue Kugelsternhaufen in der Nähe des aktiven Zentrums von M87, die heißer und damit jünger sind. Stellare Systeme mit blauen Sternen und hoher Metallizität wurden auch im Virgo-Haufen gesichtet. Sie haben sich wahrscheinlich aus Gas von nahegelegenen Galaxien gebildet, von denen sie durch den dynamischen Druck getrennt wurden. Dies ist jedoch derzeit nur eine Hypothese, die vielleicht die seltsame Tatsache erklärt, dass diese Sternsysteme so weit von jeder Gasquelle entfernt sind. Bei einer astronomischen Durchmusterung mit dem Schmidt-Samuel-Oschin-Teleskop des Mount Paloma Observatory
wurden 24.353 massereiche Sterne im Virgo-Haufen gezählt. Man geht davon aus, dass sich diese Überriesen vor etwa 60 Millionen Jahren gebildet haben. Sie wurden in drei Gruppen eingeteilt: blaue Überriesen, gelbe Überriesen und rote Überriesen. Blaue Überriesen sind eher an der Peripherie des Haufens zu finden, rote Überriesen in der Nähe des Zentrums. Ein isolierter blauer Überriese wurde im Gezeitenschweif der irregulären Zwerggalaxie IC 3418 gesichtet. Ein Gezeitenschweif ist eine lange Ansammlung von Gas und Sternen, die sich unter dem Einfluss der galaktischen Gezeitenkräfte aus einer wechselwirkenden Galaxie entwickelt haben. Manchmal enthalten Gezeitenschweife einen großen Teil der Materie einer Galaxie. Dank der Beobachtungen von Galaxien des frühen Typs durch die Chandra- und Hubble-Teleskope konnten die Wissenschaftler auch massearme Röntgen-Doppelsterne aufspüren, die sich meist in Kugelsternhaufen befinden. Bei diesen Sternen handelt es sich um Doppelsterne, das heißt um ein System aus zwei Sternen, die um ein gemeinsames Gravitationszentrum kreisen. Ihr besonderes Merkmal ist, dass sie im Röntgenbereich strahlen. Sie sind in den massereichsten Kugelsternhaufen zu finden, die alt genug sind, um sie entstehen zu lassen. Außerdem beherbergen Kugelsternhaufen mit zunehmendem Alter immer mehr schwarze Löcher und Neutronensterne, und ein Röntgendoppelgänger besteht in der Regel aus einem dieser beiden Objekte in Verbindung mit einem Stern geringerer Masse. Zur Sternpopulation des Virgo-Haufens gehören auch Magnetare. Dabei handelt es sich um Neutronensterne mit extrem hohen Magnetfeldern von mehr als 10 bis 15 Gauss. Eine von 10 Supernovae lässt einen Magnetar entstehen. Woher kommt dieses starke Magnetfeld und warum entstehen nur bei wenigen Supernovas Magnetare? Das Verständnis der Wissenschaftler über Magnetare ist zwar noch nicht vollständig, aber es scheint, dass dieses Magnetfeld mit dem Dynamo-Effekt zusammenhängt, der bei Neutronensternen auftritt. Dazu müssen sich die Neutronensterne aber schnell genug drehen. Der Dynamo-Effekt ist das selbst erzeugte Magnetfeld eines Körpers, der sich in einem schwachen oder gar keinem Magnetfeld bewegt. Der letzte Sterntyp, der im Virgo-Sternhaufen entdeckt wurde, ist der veränderliche Cepheid-Stern. Dabei handelt es sich um gelbe Riesen- oder Überriesensterne, die 4 bis 15 Mal massereicher sind als die Sonne und 100 bis 30.000 Mal heller leuchten. Der Polarstern war ein Cepheid, obwohl man 1994 entdeckte, dass seine Helligkeit stabil geworden war. Der Virgo-Haufen beherbergt eine große Population von Cepheidensternen. Auch wenn wir die Galaxien und Sterne erforscht haben, hat der Virgo-Haufen noch nicht alle seine Geheimnisse preisgegeben. Seltsame oder bemerkenswerte Objekte, die weder Sterne noch Galaxien sind, wurden in diesem Haufen entdeckt. Dazu gehört Virgo HI 21, ein galaxiengroßer Halo aus dunkler Materie, der keine sichtbaren Sterne enthält. Dieses seltsame Objekt wurde mit einem Radioteleskop entdeckt, denn es ist unsichtbar. Da Virgo HI 21 der erste Halo aus dunkler Materie ist, der keine Sterne enthält, und derjenige mit dem höchsten Anteil an dunkler Materie, glauben die Wissenschaftler, dass er die Theorie der dunklen Materie bestätigen könnte. Diese Theorie besagt, dass sich dunkle Materie in Galaxien und sogar Galaxienhaufen ansammelt, genau wie gewöhnliche Materie, oder leuchtende Materie, wenn man so will. Virgo HI 21 hat eine Masse von etwa 100 Millionen Sonnenmassen und weniger als ein Tausendstel seiner Masse ist Wasserstoff.
Es ist bekannt, dass er sehr wenig gewöhnliche Materie enthält, die aus Baryonen besteht. Es könnte sich um eine sehr große Wolke aus diffusem Wasserstoff handeln. Dies würde erklären, warum sie keine Sterne zu enthalten scheint. Nach kosmologischen Modellen ist die dunkle Materie 5-mal so häufig wie die gewöhnliche Materie. Die Entdeckung dieser ersten dunklen Galaxie ist daher für die Astronomen ein großer Schritt nach vorn. Fahren wir fort mit der Erforschung der bemerkenswerten Objekte und Phänomene des Virgo-Haufens. Am 18. Mai 2017 wurde der erste schnelle Radioburst im Haufen entdeckt. Dieses Phänomen ist extrem selten. Es handelt sich um einen Radiowellenausbruch, der nur wenige Millisekunden dauert. Dieser schnelle Radioausbruch hat den Namen FRB 180417 erhalten. Er wurde für weniger als eine Sekunde beobachtet. Es ist wahrscheinlich, dass dieses Phänomen hinter dem Virgo-Haufen auftrat, aber die Wissenschaftler kennen seine Quelle nicht. Zum Abschluss dieser Reise werfen wir einen Blick auf die Gruppe junger blauer Sterne, die als SECCO1 bekannt ist. Diese Gruppe befindet sich in einer geschätzten Entfernung zwischen 48 und 72 Millionen Lichtjahren von uns. Sie wurde zuerst von Charles Messier entdeckt, aber neuere Beobachtungen mit dem Hubble-Teleskop und den VLT-Instrumenten der ESO in Chile haben die Wissenschaftler fasziniert. Die Bilder zeigen nämlich die Existenz undefinierbarer blauer Objekte, die möglicherweise mit Galaxien des Virgo-Haufens in Verbindung stehen, sich aber bis zu 300.000 Lichtjahre von ihm entfernt haben. Diese Objekte weisen nie zuvor gesehene Merkmale auf. Die jungen Sterne sind sehr blau, sehr jung, reich an Metallen und in Wolken mit sehr wenig atomaren Wasserstoff gebadet. Das Ergebnis sind Strukturen von der Größe von Zwerggalaxien. Die Entstehung dieser Sterne ist noch nicht lange her, denn es wurden nur blaue Sterne entdeckt, keine gelben oder roten. Angesichts ihrer hohen Metallizität ist jedoch davon auszugehen, dass sie aus Gas entstanden sind, das sich mit mehreren Generationen von Sternen entwickelt hat. Es müsste also rote und gelbe Zwerge geben, wie in der Milchstraße. Dieses Paradoxon verblüfft die Astrophysiker. Es gibt mehrere Theorien, die dieses seltsame Phänomen erklären sollen. Die erste besagt, dass die Gezeitenkräfte einer großen Galaxie Gas aus einer anderen Galaxie angezogen haben. Die zweite, eine Galaxie kollidierte schnell mit einer Masse heißen Plasmas und der Schock riss eine Gasmasse aus dieser Galaxie. Dies ist als dynamischer Druckstripping-Effekt bekannt. Diese Hypothese ist wahrscheinlicher, denn damit die beobachteten Objekte so isoliert sein können, muss es eine schnelle Bewegung gegeben haben. Wir haben das Ende unserer Reise in das Herz des Virgo-Haufens erreicht. Es ist eine schwindelerregende Reise, wenn man bedenkt, dass alle Lichter im Virgo-Haufen, die wir heute sehen, vor etwa 50 Millionen Jahren, kurz nach dem Aussterben der Dinosaurier, entstanden sind. Aber für Astronomen und Wissenschaftler ist es auch eine faszinierende Reise, die es uns ermöglicht, alles, was im Universum jenseits der Milchstraße vor sich geht, besser zu verstehen, Modelle zu verfeinern und neue Theorien zu entwickeln. Die rund 2000 Galaxien des Virgo-Haufens sind unschätzbare Informationsquellen für das Verständnis der Entstehung und Entwicklung nicht nur von Galaxien, sondern auch von Sternen und den verschiedenen Sternsystemen im Universum.